So, hallo und herzlich willkommen heute im Arbeitszimmer. Ich hoffe, die Technik spielt soweit mit. Das Bild dürfte in relativ geringer Auflösung ausgeliefert werden. Das liegt daran, dass ich A, es nicht besser hinbekomme und B, gerne Strom sparen möchte. Es gibt ohnehin nichts zu sehen. Da reicht eine kleine Auflösung. Das heißt, wenn ihr euch das anguckt, braucht es einfach weniger Strom, die Datenmenge durchs Internet zu transportieren. Das ist besser für die Welt und tut eigentlich im Grunde meiner Meinung nach niemandem weh. Ich hoffe, damit können alle leben. Wenn nicht, ist es trotzdem so. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, dass ihr das ganz furchtbar findet. Wenn das viele tun, dann denke ich nochmal drüber nach, ob wir nicht vielleicht doch mehr Strom verbrauchen sollten. Gut, ansonsten zum Thema, das geht um Kahlschläge in Kombination mit eben den Großkahlschlagereignissen der letzten Jahre. Also von 2018 bis ja, 2021 wurden tatsächlich immer noch welche gemacht. 2022 wahrscheinlich auch noch der eine oder andere, aber nicht mehr so viele. Ja, also seit 18 haben wir wirklich eben riesige Flächen an Fichte verloren und die wurden dann meistens entfernt via Kahlschlag. Genau darum soll es gehen. Noch ein kleiner Disclaimer, was ich natürlich tun möchte, ist das Ganze möglichst differenziert anzugehen und wir gucken uns verschiedene Situationen an, wo man ja, wo der Kahlschlag schon passiert ist, vermeiden, ob man ihn vermeiden hätte können, besprechen wir auch noch natürlich. Und dann schauen wir mal, wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt, wie geht man mit dieser Situation am besten um? Also letztendlich soll es lösungsorientiert sein und nicht einfach nur irgendjemand den schwarzen Peter zuschieben. Böse, böse, du hast Kahlschlag gemacht. Böse, böse, böse. Schlimm, schlimm, schlimm. Und wie es weitergehen soll, weiß ich auch nicht. Aber Hauptsache, der wird bestraft, der da so böse einen Kahlschlag gemacht hat. Was übrigens nicht funktioniert mit dem Bestrafen, voraussichtlich. Gut, ja, also so das ganz grob, weil dann legen wir nämlich auch los, damit wir hier nicht in 3 Jahren auch noch hocken. Nee, und es dann in der Zwischenzeit ganz viele mehr Kahlschläge gegeben hat. Also, Kahlschlag versus Räumung ist jetzt mal so ein bisschen der Arbeitstitel, den ich den Ganzen geben wollte. Ich lasse mir noch mal einen besseren einfallen, aber ich erkläre euch mal kurz, was ich damit meine. Denn was ist ein Kahlschlag? Ein Kahlschlag im klassischen Sinne ist eine Endnutzung eines hiebsreifen Bestandes mittels einer kurzfristigen, vollständigen Fällung sämtlicher Bäume, die auf der Fläche sind. Das heißt, da bleibt hinterher kein Baum übrig, alle weg, alle weggefahren, alle verkauft, das ganze Holz genutzt. Was muss man dann tun? Man pflanzt neu, zumindest klassisch. Das ist so das klassische Verständnis von einem Kahlschlag. Und warum sage ich jetzt Kahlschlag versus Räumung? Weil bei der Räumung, so wie ich die verstehe, ja, da kann man sich natürlich kloppen über solche Definitionsfragen. Aber bei der Räumung, wie ich sie verstehe, ist das im Grunde auch ein Kahlschlag. Sieht genauso aus, hat den gleichen Effekt. Hinterher ist kein Wald mehr da und es ist ein großes Loch entstanden. Aber die Alternative zur Räumung ist tote Bäume stehen lassen. Die Alternative zum Kahlschlag als Endnutzung eines normalen hiebsreifen Bestandes ist, der Bestand steht noch da und lebt. Das ist der wesentliche Punkt. Ja? Also wenn du jetzt sagst, du machst ein das sind alles große Kahlschläge, diese ganzen Löcher im Wald, die wir zurzeit haben, dann muss man sich klar sein in dieser Kombination mit diesem Wortgebrauch, dass die Alternative tote Wälder, deren Holz zwar da noch rumsteht, noch ein paar Jahre und dann irgendwann umfällt und dann rumliegt, das ist die Alternative zu diesen großen Löchern und dem fehlenden Holz, was wir zurzeit dastehen haben. Ja? Eine Alternative, dass stattdessen dem Wald es gut geht und er weiter wächst, die gibt es nicht. Hätte man ihn nicht gefällt bei den großen Kahlschlägen, dann wäre er tot. Punkt. Ja? So ist er auch tot. Aber es geht nur darum, tot und irgendwo anders das Holz rumliegend oder tot und Holz noch am selben Ort rumliegend, wo es halt gestorben ist. Also mit Leichen im Wald oder ohne, wenn man das so formulieren möchte. Aber ich glaube, dann sollte es verstanden sein. Gut, ne? Und das ist im Grunde aber auch grundsätzlich die einfache Definition von einem Kahlschlag, wenn du sämtliches Holz entfernst, wenn du nicht einzelne Bäume stehen lässt oder auch nicht nur einzelne Stämme entnimmst, sondern wirklich alles platt machst, alles weg, nichts mehr da, das ist ein Kahlschlag. So, hat man früher fast nur gemacht, insbesondere im Nadelholz, und dafür gibt es Gründe, macht man heute kaum noch, und dafür gibt es auch Gründe, und das wollen wir jetzt besprechen erstmal, nämlich Vorteile von Kahlschlägen. Warum waren die mal so beliebt? Warum gibt es auch heute noch Leute, die sagen, ach, so ein Kahlschlag, wenn er nicht allzu riesig ist, ist er gar nicht so schlecht? Nämlich Folgendes. Erstens, geht schnell. Na?
Dass es schnell geht, kann ein Riesenvorteil sein, nämlich dann, wenn uns wichtig ist, dass wir möglichst schnell die Bäume aus dem Wald bekommen. Das heißt, wir fällen sie schnell, wir fahren sie schnell ab und dann sind sie schnell weg. Das ist dann relevant, wenn eben in den Bäumen irgendwas drin sitzt, was sich nicht verbreiten oder ausbreiten soll. Im konkreten Fall bei der Fichte ist es der Fichtenborkenkäfer, der hockt eine ganze Zeit lang unter der Rinde, frisst dort als Larve, verpuppt sich dann irgendwann, wird zum ausgewachsenen Käfer, bohrt sich nach draußen, fliegt los, befällt einen anderen Baum. So, und wenn man es jetzt schafft, den befallenen Baum, in dem sich gerade die Larven satt fressen, um sich zu verpuppen, aus dem Wald zu bekommen, also zu fällen und aus dem Wald zu fahren, bevor die Larven zum ausgewachsenen Käfer, der fliegen kann, werden, dann ist man sie los und dann sind sie aus dem Wald raus. Und je nachdem, wo man das Holz hingefahren hat, können sie keinen Schaden mehr anrichten, weil wenn sie nur in der Ebene rumfliegen, wo es gar keinen Wald gibt, dann finden sie keine Fichte und alles ist gut und dann verhungern sie, bevor sie die nächste Fichte finden können. Das ist deswegen wichtig, weil das in der Vergangenheit vor einer Dürre- und Käferkatastrophe, wie wir sie seit 2018 haben, und die ist eigentlich streng genommen bis heute noch nicht ganz vorbei. Das gab es bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Ja? Das heißt, 2018 hat man die ersten Kahlschläge gemacht, um eben den Käfer aus dem Wald kurzfristig schnell wieder rauszubekommen, bevor er sich ausbreiten kann. Und man dachte, nächstes Jahr ist das Problem bestimmt nicht so schlimm, weil nächstes Jahr wird bestimmt ein besseres Jahr als 2018. 2018 ist ein Dürrejahr, aber 2019 wird bestimmt gut. So, dann war 2019 aber auch scheiße. Also, was hat man gemacht? Man hat halt weiter versucht, die befallenen Fichten möglichst schnell aus dem Wald zu kriegen, also mit einem schnellen Fällsystem, Kahlschlag, und aus dem Wald rauszufahren, in der Hoffnung, dass 2020 dann bestimmt ein gutes Jahr wird. So, jetzt war 2020 aber auch scheiße. Und das Spiel geht noch eine Weile so weiter, beziehungsweise 2021 war in Ordnung, aber da war einfach durch die enorme Menge von Käfer, die jetzt inzwischen im Umlauf waren, halt immer noch ein hohes Infektionsrisiko da. Hätte man gewusst, 2018, dass noch 2 weitere Jahre mit enormer Käferausbreitung folgen, dann hätte man sich diese ganzen schnell, schnell, schnell und zack, zack, zack aus dem Wald raus Maßnahmen sparen können, weil das ist nämlich teuer, schnell, schnell, schnell. Ja, da muss ganz schnell eine Maschine da sein, da muss ganz schnell besser Personal da sein, dann müssen die alle schnell, schnell, schnell arbeiten, wenn es dumm ist, wenn es dumm läuft, noch Tag und Nacht unter Flutlicht etc. pp. Freiwillig macht man das nicht. Das ist nicht besonders lukrativ und besonders schön, das ist einfach nur deswegen schnell, weil man halt hofft, damit weiteren Schaden bzw. weitere Ausbreitung des Käfers verhindern zu können. Aber bei dieser Dürresituation und diesen besten Entwicklungsbedingungen für den Käfer war das einfach unmöglich. Das hätte man niemals geschafft, egal mit welcher Technik, so schnell die Fichten aus dem Wald zu bekommen. Und selbst wenn man sie aus dem Wald bekommen hätte, die nächste nebendran war eh auch schon infiziert und das war einfach nicht mehr möglich. Die Methode hat aber, darum hat man ja auch versucht, sie jetzt anzuwenden, vor diesem noch nie dagewesenen Dürreereignis 18 bis 20, 2018 bis 20, hat die Methode eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also die letzten 200 Jahre an forstlicher Erfahrung mit der Fichte, da hat man ja reichlich Erfahrung mit, man hat ja fast nichts anderes angebaut, da wo sie wachsen kann. Die haben jetzt einfach versagt, weil die Situation anders war als jemals zuvor, schlimmer war als jemals zuvor. In 200 Jahren hat man das so noch nie erlebt. Bei einem normalen Dürrejahr und nur einem hätte es funktioniert. Ja? Hätte es zumindest den Schaden deutlich eingegrenzt und dann hätte man sagen können, ja, mit den Kahlschlägen, das sieht nicht schön aus, aber wir haben damit Schlimmeres verhindert. Und das hätte jetzt, wie gesagt, hier auch funktioniert, wenn es nicht ein Dürrejahr, wie es noch nie da gewesen ist, gewesen wäre. So, das ist also Faktor geht schnell, großer Vorteil. Dann zweitens, günstig, gute Holzqualitäten. Ja, weil wenn man da nicht darauf achten muss, dass man die Bäumchen nicht auf andere Bäumchen draufschmeißt, dann kann man sie so schmeißen, wie man sie am besten abfahren kann. Man kann sie der Reihe nach schmeißen und der Reihe nach wunderbar aus dem Wald ziehen und muss nicht um andere Bäume drumherum zerren, sondern man macht ja eh alles platt und dann kann man es einfach von unten links nach oben rechts gemütlich abräumen.
Ja, das ist ohne großen Logistikaufwand möglich, das ist ohne große Planung möglich, das ist auch von nicht sehr gut ausgebildeten Leuten möglich. Einfach eine simple Form der Forstwirtschaft und darum geht es nochmal schnell, ja? Und dann kostet es logischerweise auch weniger Geld. Außerdem, wenn man die Bäume einfach nur umschmeißen und wegfahren muss, ohne zu gucken, wo man sie hinschmeißt, dann kann man sie auch nicht aus Versehen wo Falsches hinschmeißen. Und darunter, wenn man sie wo Falsches hinschmeißt, leidet die Holzqualität. Von diesem schönen Reih- und Gliedfällen, da ist die Chance, dass man die Hölzer beim Fällen kaputt macht, also die Holzqualität mindert, ist relativ gering. Daher eher eine gute Holzqualität bei Kahlschlägen. Ja, also das ist wirtschaftlich gesehen, war ein Kahlschlag in der Vergangenheit immer eine tolle Möglichkeit, um an sein Holz zu kommen. Ist übrigens auch noch ein Faktor, dass es dadurch, dass es einfach ist, auch von Laien auszuführen ist. Also ein Privatwaldbesitzer, der nie Forst gelernt hat, der nie komplexe Holzerntetechniken erlernt hat, der kann trotzdem einen Kahlschlag machen. Das kann im Grunde jeder. So. Jetzt ein ökologischer Vorteil tatsächlich, beziehungsweise ein waldbaulicher Vorteil von einem Kahlschlag besteht darin, dass es Baumarten gibt, die viel Licht brauchen. Zum Beispiel ein Eichenwald. Kleiner Exkurs, es gibt Naturschutzgebiete, die ein Eichenwald sind, in dem allerdings kein Eichenwald mehr unter den Eichen, alten Eichen hochkommt, weil die Eiche als junger Baum wirklich viel Licht benötigt. Und da du in diesem Naturschutzgebiet jetzt keinerlei Kahlschläge mehr machen kannst, kann da auch keine junge Eiche mehr hochwachsen, weil einfach zu wenig Licht da ist. Und für Baumarten wie zum Beispiel eben die Eiche ist tatsächlich ein kleiner, wohlgemerkt ein kleiner Kahlschlag durchaus bis heute eine valide Verjüngungsform, mit der man die Eiche vermehren kann. Ja? Klein, nochmal möchte ich betonen, halber Hektar reicht, da muss nicht gleich 5 Hektar sein. Und das ist wirklich was, wo einfach mal wirklich punktuell viel Licht auf den Waldboden kommen kann für Bäume, die viel Licht auf dem Waldboden auch haben wollen. Gilt für jeden Lichtbaumart oder auch Halbschattbaumarten, die in der Jugend auch ziemlich lichtbedürftig sind oder zumindest mal Licht ertragen. Beispiel Ahorn, Obst, ja, also Kirsche, Walnuss, Eiche. Die anderen Eichen. Ja? Und es langt ja auch. Ja, also man hat schon diverse eigentlich tolle und wertvolle Baumarten, die eben ein bisschen mehr Licht bedürfen. Und das kriegst du mit so einem kleinen Kahlschlag gut hin. Das ist also auch bis heute ein anwendbares, valides, waldbauliches Verfahren. Auch für ganz edle Baumarten wie Hybridnuss beispielsweise. Die wird bei mir in der Ecke tatsächlich mit kleinen Kahlschlägen verjüngt. Ja? Sondern anders kriegst du eine Hybridnuss nicht hoch, als wenn du einen kleinen Kahlschlag machst. Und sie dann auf die Freifläche stellst, weil die einfach in der Jugend enorm viel Licht braucht. Danach ist das ein ganz unglaublich toller Baum, das Ei des Kolumbus, das Forstliche, wurde sie auch schon genannt, weil einfach unglaublich gut, ne, und für alles zu gebrauchen, ganz toll, egal. So, das ist also die Lichtbaumverjüngung. Und letzter Vorteil, es gibt durchaus seltene Tier- und Pflanzenarten und auch Pilze, die auf Kahlschläge spezialisiert sind, die einfach für ihre persönliche, individuelle, natürliche Entwicklung darauf warten, dass ein Loch in einem geschlossenen Waldbestand entsteht. Also ist es manchen Naturschützern zum Beispiel auch durchaus ein Dorn im Auge, dass der Konsens in der Forstwirtschaft meistens darauf liegt, den Wald immer schön geschlossen zu halten, also zumindest in der modernen Forstwirtschaft und in der Forstwissenschaft sowieso, damit möglichst wenig Licht auf den Boden kommt, damit möglichst wenig Verdunstung im Wald stattfindet, damit das Ganze auch klimastabil ist und dauerhaft nachhaltig. Das Konzept Dauerwald, ja, auch etwas, was eigentlich ganz toll ist aus Sicht des Naturschutzes, einerseits, andererseits, aber eben Orchideen, Schmetterlinge etc. pp., diverse Vögel, sämtliche Waldbodenbrüter, die es so gibt, also Vögel, die im Wald am Boden brüten, das sind nicht viele, aber es gibt welche, und so weiter und so weiter, die brauchen alle auch mal einen Kahlschlag. Ja? Und übrigens, wenn mal im Laufe des Kahlschlags auch mal eine Rille im Waldboden entsteht, weil man da mit schwerem Gerät rumgefahren ist, das hat auch nicht nur Nachteile, sondern kann, wenn sich da Wasser drin sammelt, ein wunderbares Biotop für diverse Kröten, Salamander, Molche etc. pp. sein.
Berühmtes Beispiel: Panzerspuren auf Truppenübungsplätzen, die haben eine großartige Biodiversität. Ja, teilweise. Also man darf nicht nur das Negative sehen. Natürlich sind diese tiefen Rillen im Waldboden, die sind auch schlecht, gar keine Frage, aber halt nicht nur schlecht. So, das waren im Grunde die Vorteile. Kommen wir mal auf ein paar Nachteile zu sprechen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal verweisen, ich habe schon mal ein ganzes Video einfach nur zum normalen Kahlschlag gemacht, ohne jetzt diese Thematik lieber stehen lassen und ohne eben viele konkrete Beispiele überall in Deutschland zu haben, weil halt fast der ganze Fichtenwald gefühlt, ja, ganz so viel ist es dann auch nicht, aber gefühlt fast der ganze Fichtenwald tot ist. Und da haben wir auch schon über sowas gesprochen. Also nur, falls das jemand schon mal gehört zu haben meint, das könnte sein, dass ihr dieses Kahlschlagvideo schon mal gesehen habt. Gut. Nachteile von Kahlschlägen ist zum einen Frostgefahr. Warum? Naja, dem Wald fehlt die Bettdecke. Ja? Wir haben also in der Waldstruktur, wenn ihr euch den Wald von oben vorstellt, also angenommen, ihr schwebt, weil ihr gerade was Interessantes getrunken habt, über die Baumkronen. Ja, und da schwebt ihr jetzt so ganz eng über den Baumkronen durch die Gegend und jetzt kommt plötzlich ein Kahlschlag und ihr habt ein rechteckiges Loch im Wald. Von der Position, wie ihr euch gerade befindet, seht ihr das auch ganz wunderbar und da fallt ihr jetzt runter. Buff. Ja, weil ihr nur über die Baumkronen schweben könnt, weil mehr hat dieses komische Getränk, was ihr getrunken habt, nicht hergegeben. Und so geht es auch euch, wie euch, wenn ihr jetzt runterfallt in das Kahlschlagloch, so geht es auch der Luft, nämlich der kalten Luft. Denn die ist schwer und schwere Sachen haben nun mal die unangenehme Eigenschaft, runterzufallen, wenn irgendwo ein Loch ist. Und dementsprechend wird die kalte Luft in diese Kahlschlaglöcher, die sammelt sich tatsächlich oben auf den Baumkronen, fließt über die Baumkronen hinweg ein Stück weit und sobald ein Loch im Bestand ist, flutscht sie da rein. Und damit ist ein Kahlschlag immer ein Kaltluftsee, immer eine Zone, wo sich Kaltluft von oberhalb der Baumwipfel sammeln kann. Und damit gibt es da auch möglicherweise ein ziemlich spätes Frostereignis. Das ist für viele Baumarten tödlich, wenn sie schon ihre Knospen aufgemacht haben. Im Prinzip das, was wir jetzt gerade haben. Ja? Also wer bei diesem Datum das Ding hier zeitnah guckt, derzeit ist es ja gerade nochmal richtig kalt geworden in Deutschland, Anfang April. Und so ein Ereignis kann für manche Waldbaumarten schon ein Problem sein, insbesondere wenn einem die wärmende Decke in Form von den Kronen der Bäume fehlt, dann wird es auf so einer Kahlschlagfläche besonders, besonders kalt und dann geht eine Knospe, die sich schon geöffnet hat, sehr schnell mal kaputt. Das kann zum kompletten Ausfall der gepflanzten Bäume, die man eigentlich auf den Kahlschlag stellen wollte, damit alles gut ist, damit sie da gut wachsen. Zum Beispiel Eiche, da können sämtliche Eichen auch schon wieder hingehen auf diesem Wege. Dann ist man sie wieder los, dann kann man noch mal welche pflanzen. Gibt es leider häufig ein Beispiel, wo man das beobachten kann. Ich selber habe hier in der Gegend drei, wo das passiert ist. Ist ein bisschen bitter, aber das ist die Natur, das kann passieren. Und drum, na, Kahlschlag darum schon gar nicht mehr so beliebt. Ne? So. Hitze und Austrocknung des Bodens. Das gleiche Spielchen wie mit der kalten Luft passieren kann, kann natürlich auch mit der heißen Luft passieren, beziehungsweise die heiße Luft bildet sich dann am Boden, wenn sie halt direkt auf den Boden drauf knallt, ohne irgendwie durch Baumkronen abgelenkt oder abgebremst zu werden, sage ich jetzt mal. Auf gut Deutsch, da ist kein Schatten auf der Freifläche. Ja, und dann wird die Freifläche logischerweise heiß, der Boden wird heiß, Wasser, was im Boden vorhanden ist, vertrocknet, beziehungsweise verdampft, haut ab, haut übrigens auch sofort direkt nach oben ab, kann auch nicht in einer Baumkrone hängen bleiben, weil da gibt es ja keine Baumkrone. Also im regulären Wald, da verdunstet auch Wasser, bleibt aber in den Kronen lange hängen und sorgt für ein feuchtes Innenklima in einem geschlossenen Waldbestand. Und auf diesem Weg ist es halt dann sofort weg und irgendwie nach oben und macht vielleicht eine Wolke in Südfrankreich, aber davon haben wir hier natürlich jetzt nichts mehr. Darum schon ein massiver Faktor, die Austrocknung des Bodens. Vielleicht einer der schlimmsten Faktoren, insbesondere wenn gerade ein trockener Sommer ist, den ein Kahlschlag so mit sich bringt. So, dann, ein Kahlschlag führt auch zu einem Rückgang des Grundwasserspiegels, kleinräumig auf der Kahlschlagfläche, beziehungsweise auch großräumig, wenn es eine sehr große Kahlschlagfläche ist. Das hat bereits Alexander von Humboldt rausgefunden, als er eben, ja, als man ihn gefragt hatte in Südamerika, warum denn hier ein See ausgetrocknet ist, nachdem man drumherum sämtlichen Wald gerodet hatte. Und da hat er auch gemeint, ja, das muss mit dem Waldroden zusammenhängen, dass die Baumwurzeln wohl das
das Wasser nach oben gezogen haben, jetzt die Baumwurzeln aber alle tot sind und das Wasser dementsprechend weiter nach unten gerutscht ist. Und genau das ist auch richtig. Ja, also die Saugwirkung der Wurzeln der Bäume, solange die noch leben, sorgt dafür, dass der Grundwasserspiegel etwas angehoben wird. Das ist natürlich dann auch praktisch, wenn man da einen Brunnen graben möchte, beziehungsweise wenn man einen Brunnen gegraben hat und hinterher den Wald fällt, wird man sich wundern, warum im Brunnen plötzlich kein Wasser mehr drin ist. Ja, kann also in vielen Situationen durchaus sehr, sehr relevant sein, die Geschichte mit dem Grundwasserspiegel. Dann haben wir ja gesagt, dass wir auf der Kahlschlagfläche sehr, sehr hohe Temperaturen im Sommer haben. Solange es dazu auch noch nass ist, haben wir beste Bedingungen für Humusabbau. Heißt, all der Humus, der im und auf dem Waldboden eingelagert oder aufgelagert worden ist, der baut sich auf einer Kahlfläche sehr, sehr schnell ab. Und im krassesten Fall, wenn die Kahlfläche noch ein Hang ist, dann muss er nicht mal abgebaut werden, weil dann reicht ein sommerliches Starkregenereignis, dass er einfach weggespült wird und ist fort. Und was dann übrig bleibt, ist tatsächlich der kahle Boden, beziehungsweise der blanke Mineralboden. Und der ist für viele Pflanzen nicht zu gebrauchen als Wuchsort, also sehr unfruchtbar. Gibt einige Ausnahmen, die damit dann trotzdem noch zurechtkommen, aber das dauert sehr, sehr lange und da reden wir von Jahrhunderten bis Jahrtausenden, je nach Situation, bis sich da wieder ein richtig fruchtbarer Waldboden für schnelles und nachhaltiges Waldwachstum gebildet hat, wenn der einmal weg ist. Und auch das kann man eben mit dem Kahlschlag massiv beschleunigen, dass er weg ist. Wir haben außerdem für Schattbaumarten, wir haben ja gesagt, für Lichtbaumarten, die viel Licht brauchen, ist ein Kahlschlag ein valides Verjüngungssystem. Ja, da kommen die gut hoch, da wachsen die prima, alles kein Thema. Für Schattbaumarten hingegen, die können auf dem Kahlschlag überhaupt nicht wachsen. Heißt, wenn du deinen Wald langfristig umbauen möchtest, so zum Beispiel Buchen-Tannen-Mischbestand, ja, ist super. Kann man Geld mit verdienen, ist super ökologisch, hohe Biodiversität, einfach toll in jeder Hinsicht. Ja, kann man eigentlich wenig gegen sagen. Dann wirst du diesen niemals bekommen, wenn du Kahlschläge machst, weil sowohl die Tanne braucht ganz viel, braucht eine schützende Schicht über sich drüber, um sich verjüngen zu können. Auf dem Kahlschlag wächst die nicht. Und das gleiche gilt für die Buche. Buche wächst am besten unter anderer Buche. Drum fliegen die Samen auch gar nicht weit. Macht keinen Sinn, weil sie müssen sowieso unter einer anderen Buche liegen, damit sie einigermaßen hochkommen können, die jungen Buchen. Das ist also ganz entscheidend und wir können also Schattbaumarten nur aus dem Schatten des Waldes, des bestehenden Waldes, der nicht zusammengebrochen ist, der nicht aufgelichtet oder nur sehr wenig aufgelichtet worden ist, nur da können wir die raus vermehren, ohne direkt welche pflanzen zu müssen. Und selbst wenn man direkt Buchen auf eine Kahlfläche pflanzt, die wachsen nicht richtig gescheit. Die kriegen dann auch noch einen Sonnenbrand, wenn es dumm läuft. Ja, Bäume können einen Sonnenbrand kriegen. UV-Strahlen sind für alles lebende Gewebe ein Problem, auch für Baumrinden von dünnrindigen Baumarten wie zum Beispiel der Buche. Drum ist auch die Birke weiß, weil die reflektiert UV-Strahlung einfach, dann hat sie das Problem auf der Kahlfläche nicht, denn eine Birke ist durchaus auch wieder eine Lichtbaumart, die auf so einer Kahlfläche sehr gut wachsen kann. Das nur am Rande angemerkt. Also, ganz schwierige Verjüngungssituation, wenn man einen dichten, schattigen Wald haben möchte, der wächst nicht auf der Kahlfläche. Und wir haben, sobald die Fläche einmal kahl ist, eine riesen Konkurrenzsituation zwischen den Bäumen, die wir ja haben wollen, weil wir ja gerne einen neuen Wald kreieren wollen oder zumindest einen neuen Wald entstehen lassen wollen von alleine. Dann haben wir eine enorme Konkurrenzsituation zwischen einem ganz jungen Baum, der ein paar Zentimeter hoch ist und zum Beispiel einer Brombeere, weil die ist auch ein paar Zentimeter hoch und kann dann sogar in jungen Jahren häufig schneller wachsen als ein sehr junger Baum, überwuchert den, macht zu viel Schatten. Insbesondere wenn es eine Lichtbaumart ist, sobald die ein bisschen Schatten abbekommt, wächst die gar nicht mehr und dann hat sich das Ganze mit dem jungen Baum auch schon erledigt. Ja, oder Waldreitgras, Calamagrostis. Das ist auch so ein typischer Vertreter, bildet tolle Grasmeere, da wo früher mal ein Wald stand. Das sieht auch ganz hübsch aus, aber durch dieses Grasmeer, dieses Dickicht, da kommt auch kein junger Baum mehr durch. Zumindest keine Baumart, die dann mit dieser Lichtsituation zurechtkommen würde. Das heißt, es kann gerne mal vorkommen, dass nach einem großen Kahlschlag eben eine Verbuschung oder Vergrasung passiert, die dann die nächsten 10, 15 Jahre eine Wiederbewaldung der Fläche mehr oder weniger unmöglich macht. Irgendwann setzt sich dann schon noch der Wald durch. Auch wenn man nichts tut, früher oder später kommt der. Aber halt viel, 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 viel später als bei einer geregelten, nicht auf Kahlschlag basierenden Forstwirtschaft, wo man immer den Wald kontinuierlich
auf der Fläche sein lässt. Das führt dann übrigens bei großen Flächen durchaus dazu, dass uns dann auch irgendwann das Holz fehlen wird in der Zukunft, weil wir zu viele Kahlflächen haben, die nicht rechtzeitig wieder bestockt bzw. rechtzeitig unter nachhaltige forstliche Nutzung gebracht worden sind. Also jetzt rein aus wirtschaftlichen Kriterien ist das grundsätzlich immer schlecht, wenn man eine Fläche nicht rechtzeitig wieder mit Bäumen zubekommt. Gut, soweit erstmal. Schnitt. Ich möchte mal ein kleines bisschen darauf eingehen, auf eben diese aktuelle Situation mit den großen Löchern im Wald. Jetzt wissen wir ja, Kahlschlag hat einen Haufen Nachteile, Kahlschlag hat ein paar kleine Vorteilchen, die man ihn dann in geringem Umfang und als kleinen Kahlschlag vielleicht hier und da mal noch akzeptieren kann, weswegen deren man ihn noch akzeptieren kann. Jetzt ist es auch richtiges Deutsch. Aber machen wir uns jetzt einfach mal klar für die Vergangenheit, die Kahlschläge, die jetzt stattgefunden haben. Nochmal ganz wichtig, damit das auch jeder begriffen hat. Die Alternative zu diesen riesen Kahlflächen sind Riesenflächen mit toten Bäumen, die noch da sind, aber auch toten Bäumen. Ja, also es wäre nicht möglich gewesen, den Wald am Leben zu erhalten. Das hätte niemals funktioniert. In Gebieten, in denen ihr vielleicht schon mal wart, wo auch noch hin und wieder mal noch ein vorhandener Fichtenwald da ist. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass dieser letzte vorhandene Fichtenwald auch nicht mehr da wäre, wenn man nicht diese Kahlschlagpolitik, wenn man sie so nennen möchte, betrieben hätte, weil das hat dann halt die Ausbreitung des Käfers schon eingebremst. Und allein die Tatsache, dass es noch Fichtenwälder gibt neben den kahlen Flächen, bedeutet, dass es ja auch schon ein Stück weit geholfen hat. Und vielleicht sind diese Fichtenwälder sogar jetzt langfristig gerettet. Vielleicht, das ist zwar gar nicht mal so realistisch, aber es könnte sein. Und dann hat es schon auch noch irgendwo ein bisschen einen Sinn gehabt und einen kleinen Rest von, na, zumindest mal mit vorhandener Krone, Waldfläche zu retten. Ne? So. Und wir müssen uns auch nochmal klar machen, dass es eben niemanden gab, der 18 oder 19 gewusst hat, dass es so lange dauern wird, diese Dürreperiode. Ja, also man hat da einfach nicht auf Erfahrungswissen zurückgreifen können. Es ist eine nie dagewesene Katastrophe, zu der keiner wusste, was da zu tun ist. Ich nicht und irgendein Kollege garantiert auch nicht. Es mag vielleicht jemanden geben, der das behauptet, aber dann glaubt dem nicht. In diesem Ausmaß hat das niemand kommen sehen. Nicht so schnell und nicht 3 Jahre hintereinander. Dann kommt noch erschwerend dazu, dass man sich ja auch klar machen muss, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich lasse die Bäume einfach stehen und von alleine umfallen und lasse den Wald an diesem Punkt von alleine sich selbst verwalten, sozusagen. Das bedeutet für den jeweiligen Waldeigentümer, ob das jetzt eine kleine Gemeinde ist, ob das das Bundesland ist, ob das ein Privatmensch ist, dass er da einen ganzen Haufen Geld auf der Fläche stehen lässt. Ja? Fichte bringt pro Kubikmeter ungefähr 100 € im Normalfall. Das war dann zeitlang deutlich niedriger. Inzwischen ist es sogar ein bisschen mehr. Und man hat in so einem normalen Fichtenreihenbestand, wenn er dann hiebsreif ist, sowas um die 450, wenn es gut läuft, 450, sagen wir es einfach mal, Kubikmeter Holz rumstehen. Allerdings ja, auf Erntefestmeter, sagen wir mal 400, 400 Erntefestmeter und dann kriegst du für pro Erntefestmeter tatsächlich eben deine 100 €. Also 400 mal 100 macht 400.000, ja, schon, ne? Nee, 40.000. 40.000, ah, Mathe. 40.000, genau. Und das pro Hektar. Ja, und pro Hektar, bei dem du jetzt also beschließt, ja, ich lasse stehen, ich brauche keine 40.000 €, musst du genau das für dich beschließen. Ja? Und das ist Geld, das hattest du quasi auf dem Sparbuch. Du hast möglicherweise irgendwas damit geplant, möglicherweise Armutvermeidung, möglicherweise ein Häusle bauen, vielleicht sogar aus dem Holz ein Häusle bauen. Wenn die Tochter heiratet, was zum Vererben, und so weiter und so weiter. Also es gab, oder auch eine Gemeindekasse. Eine Gemeindekasse einer waldreichen Gemeinde ist tatsächlich angewiesen auf die Einnahmen aus dem Wald, sonst funktioniert der ganze Haushalt von der Kommune nicht mehr. Also da gibt es viele, viele Gründe, weshalb man nicht einfach jetzt von jetzt auf gleich sagen kann, ach,
Das bisschen Geld, da scheiße ich drauf. Ja? Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Und selbst wenn man sagt, ja gut, ich versuche da jetzt noch so viel Geld rauszuholen wie möglich, der Fichtenholzpreis war ja runter auf 20 Euro pro Kubikmeter. Ja, also 80% Holzpreisverfall. Also selbst wenn du jetzt gesagt hast, du machst da alles platt und versuchst es noch zu verkaufen, dann könntest du echt froh sein, wenn du einigermaßen deine Holzerntekosten wieder reinbekommen hast. Wenn du überhaupt irgendeinen Gewinn gemacht hast, also irgendwie Geld mitverdient mit diesem Wald, den dein Großvater möglicherweise für dich angelegt hat, als Enkel, der das vielleicht sogar so geplant hatte, dann kann später der Enkel da mal Holz machen und dann hat der Enkel ein schönes Leben etc. pp. Das ist alles nicht aufgegangen. Das sind schon menschliche Schicksale, die da dahinter stecken. Man darf das nicht einfach ignorieren. Das spielt eine gewisse Rolle. Ja? Und zwar spielt es auch dann eine Rolle, wenn derjenige, der damals die Fichten gepflanzt hat, möglicherweise ein kleiner Dödel gewesen ist, weil er halt noch Fichten im Reinbestand gepflanzt hat. Je nachdem, wann das passiert ist, hätte man nämlich schon wissen können, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Das heißt, wir haben also drei Möglichkeiten im Grunde bei so einem kahlen Bestand. Entweder der Grund, weshalb dieser Bestand jetzt kahl ist, sozusagen, ist A, tatsächlich in manchen Fällen selbst verschulden. Das liegt dann vor, wenn innerhalb der letzten 40 Jahre da Fichte hingepflanzt worden ist, beziehungsweise innerhalb der letzten 40 Jahre die Möglichkeit bestanden hätte, von der Fichte wegzukommen und man nichts unternommen hat. Dann kann man an dieser Stelle ein gewisses Selbstverschulden unterstellen, weil seit circa 40 Jahren bekannt ist, dass Fichte überhaupt keine gute Idee mehr ist. Und wer am Puls der forstwissenschaftlichen Forschung unterwegs ist, der hätte das wissen können. Und da hätte man dann vielleicht auch erwarten können, dass man so handelt. Aber das ist schon ziemlich streng und das wäre ziemlich arschig, wenn man da dann jetzt wenn es vor 35 Jahren gewesen ist oder was, oder wirklich vor 40 Jahren, wenn man da dann Selbstverschulden unterstellt, weil es theoretisch möglich gewesen wäre, wenn man ganz, ganz, ganz modern denkt, das schon vorher zu wissen. Ja? Solche Fälle sind sicherlich sehr, sehr selten, wo man wirklich ein gewisses Selbstverschulden unterstellen kann. Dann haben wir die häufige Situation mit der gewissen Fahrlässigkeit, dass man einfach gehofft hat, ach, einmal Fichte geht noch. Auch heute gibt es noch Waldbesitzer, die sagen, einmal Fichte geht bestimmt noch, ist überhaupt kein Problem, einmal kriege ich noch hin. Ne? Danach mag es zu warm sein, aber eine Generation Fichte, das funktioniert bestimmt noch. Spoiler, nein, tut es nicht. Jedenfalls nicht im Reinbestand und nicht außerhalb von irgendwelchen kleinen Sonderklimazonen, wo es halt doch noch geht. Ja? Aber im normalen Fall, nein, geht nicht. Einmal Fichte kommt noch, von alleine auch, ja, aber nochmal Geld verdienen, ne, das klappt nicht nochmal. Und das bringt uns dann eben zu der Situation, dass man einfach dachte, ach, das wird schon schief gehen, das ist dann Fahrlässigkeit. Ja? Und dann hätte ich noch theoretisch die Schuldlosigkeit, dass man also wirklich nichts dafür kann, weil man zum Beispiel einen Fichtenwald im Jahr mit einem 50-jährigen Fichtenwald vor 20 Jahren geerbt hat. Ja, jetzt wartest du dann logischerweise nochmal, bis der 80 ist, damit du ihn dann sinnvollerweise fällen kannst und hoffst, dass er bis 80 durchhält. Du selbst hättest vielleicht nie Fichte angepflanzt, aber du hast das Ding jetzt halt so geerbt und kannst dann nichts dafür. Oder vielleicht hast du ihn auch käuflich erworben und wolltest ihn trotzdem nicht vor der Zeit umschneiden, weil du dann in jedem Fall nicht so viel Geld kriegst, wie wenn du ihn rechtzeitig, also sprich möglichst spät, mit möglichst dicken Bäumen umschneidest. Und das spielt schon alles auch nochmal eine Rolle. Aber da kann man dann nun wirklich keine eigene Schuld unterstellen, dass der Waldbesitzer, der irgendwie in den Besitz dieses Waldes gekommen ist, nicht als allererstes sagt, oh, hier steht Fichte, schnell alles platt machen. Das ist ja auch Quatsch. Ja? Da verschwendet man auch einfach Holz, was da noch wachsen kann, sofern keine Katastrophe passiert. Also einer der forstlichen Grundsätze ist, den Baum viel zu früh umschneiden macht nie Sinn, außer es dient irgendwelchen pflegenden Eingriffen im Wald, dass dann die anderen Bäume, die stehen bleiben, noch schneller wachsen. Dann kann man das mal tun. Aber sonst ist es einfach Geldverschwendung und auch Zeitverschwendung und blöd, schlicht und ergreifend. Ja? So. Das sind also die Situationen, damit wir da mal drüber geredet haben, in denen sich so ein Waldbesitzer befunden haben kann, als er dann halt irgendwann mal da stand und dann gesehen hat, huch, meine ganzen Bäume sind plötzlich weg. Und jetzt ist es halt eben schwierig, pauschal zu sagen, du hattest Fichte da, du Dorf, du kriegst jetzt keine Förderung. Und von daher kann ich schon ein bisschen verstehen, dass die Regierung, beziehungsweise konkret die Klöckner Landwirtschaftsministeriumsgeschichte, jetzt kann man die Klöckner nicht mögen.
Formulieren wir es mal so. Ja, das kann man schon durchaus so tun. Aber dass sie jetzt da gesagt hat, ja, da gibt es halt eine Förderung, wer seinen Wald mit standortheimischen Baumarten und irgendwelchen Zukunftsbaumarten und so weiter und so fort wieder aufforsten will, der kriegt erstens mal Geld, um die Fläche aufzuräumen, also sprich die toten Bäume oder noch nicht toten Bäume zu entfernen, auf gut Deutsch einen Kahlschlag zu machen, ne? Wie wir ja gerade schon die ganze Zeit von quatschen. Und zweitens kriegt er nochmal Geld, um dann eben Jungpflanzen anzuschaffen, die alternativ dahin stellt. Ist das eine besonders feine, ausdifferenzierte Möglichkeit, wie man mit der Situation umgeht? Vielleicht nicht. Aber führt diese Förderung irgendwie dazu, dass da irgendwelche Baumarten wieder auf die Fläche kommen und im Idealfall der Wald dann schnell wieder hochwächst und wieder ein geschlossener Wald da ist? Das wahrscheinlich schon. Also, wie gesagt, die Klöckner, ich mag sie auch nicht, aber das ist schon nicht ganz doof gewesen. Es ist halt simpel, ne? Geld mit der Gießkanne einfach drüber kippen. Es gibt ein Problem, wir übergießen es mit Geld, dann ist das Problem schon irgendwie weg. Ja? Kann man machen, nicht sehr elegant, aber ich finde es nicht ganz schlimm, muss ich sagen. So, jetzt. Die Ist-Situation haben wir jetzt so ein bisschen durchgekaut. Ein paar theoretische Hintergründe haben wir durchgekaut. Und Ist-Situation möchte ich jetzt nochmal so beschreiben: Wir haben einen Haufen Löcher im Wald. Wir werden den Rest der Fichtenreihenbestände, die aus irgendwelchen Gründen jetzt noch überlebt haben, bis auf wenige Ausnahmen wie in den Alpen, in irgendwelchen feuchten Tälern etc., werden wir auch noch verlieren. Das heißt, wir sollten jetzt eben nicht gucken, wem können wir den schwarzen Peter zuschieben, wen wollen wir fördern, wen wollen wir nicht fördern, welcher Waldbesitzer ist selber schuld, welcher nicht und so weiter, sondern produktiv ist es vor allen Dingen, uns jetzt zu überlegen, wie gehen wir mit den Kahlflächen, die wir haben, um, weil haben tun wir sie. Und zweitens, wenn es weitere gibt, wie gehen wir dann mit denen um? Weil dann haben wir auch die Erfahrung aus den jetzigen Kahlflächen, die wir auf die späteren Kahlflächen, die kommen werden, nochmal übertragen können. Und das ist wichtig, wichtig, wichtig. Und ja, an dieser Stelle vielleicht noch mal ein Schnitt. Okay, jetzt im konkreten Beispiel, beziehungsweise jetzt gucken wir uns mal die verschiedenen, hoppla, quietsch, die verschiedenen Parameter an, die bei der Entscheidung, was wir jetzt mit unserer Kahlfläche anfangen, beziehungsweise mit unserem toten Fichtenwald anfangen, eine Rolle spielen sollten. Ja? Es ist nämlich nicht einfach so, dass du sagen kannst, okay, hier ist Fichtenkahlfläche, ich mache Programm A. Oh, hier ist noch eine Fichtenkahlfläche, ich mache schon wieder Programm A. Und na, es gibt auch noch Programm B, C, D, E, F und so weiter und so fort, je nach Situation. Und da muss man differenzieren. Und jetzt wird es nämlich ein bisschen schwierig, dass es eben nicht darum geht, entweder räumst du alles und pflanzt neu oder lässt alles stehen und lässt die Natur machen. Ja, schwarz und weiß mag es geben, mag in manchen Situationen auch tatsächlich räumen und neue Pflanzen die beste Lösung sein, mag in anderen Situationen stehen lassen und gar nichts tun auch die beste Lösung sein, aber in ganz vielen Fällen ist es irgendwas dazwischen. So, und damit wir das richtig beurteilen können, müssen wir erstmal wissen, welche Einflussfaktoren es überhaupt gibt, die hier eine Rolle spielen, die wir uns angucken müssen, um eine richtige Entscheidung treffen zu können. So, und damit wären wir bei, ja. Nämlich erstmal die Größe der Kahlfläche. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil je größer die ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass in die Mitte einer riesigen kahlen Fläche von alleine wieder neue Bäume kommen. Beziehungsweise desto länger dauert es, bis in die Mitte von dieser riesigen kahlen Fläche wieder neue Bäume kommen. Ja? Ist ganz einfach, weil die Samen fliegen so und so weit und wenn sie so und so weit weg vom Waldrand hinfallen müssen, dann ist es halt relativ unwahrscheinlich, dass sie meinetwegen 3 Kilometer weit vom nächsten noch intakten Wald bis in die Mitte unserer Kahlfläche fallen. Und wenn das also eine gigantische Kahlfläche ist, bleibt einem für die Mitte dieser Kahlfläche fast nichts anderes übrig, als in vielen Fällen da ein bisschen mittels Pflanzung nachzuhelfen, wenn da schnell bald wieder ein Wald wachsen soll. Oder man sagt, in dem Fall die einzige Alternative, die Natur soll es von alleine machen. Das bedeutet aber, da steht die nächsten 30, 40 Jahre dann halt eben kein Wald, gegebenenfalls. Ja, vielleicht auch nur 20 Jahre lang, aber 20 Jahre lang bestimmt. Drum ist diese Größe so wichtig. Ist es nur eine sehr, sehr kleine Kahlfläche, sagen wir mal nur ein Hektar,
dann ist es durchaus eine valide Möglichkeit zu sagen, ach, ist ja nur ein kleiner Hektar und drumherum steht noch jede Menge Wald, da kommen genug Samen von alleine hin, da muss ich nichts pflanzen, das bewaldet sich von alleine wieder. Drum, also Größe, ganz, ganz entscheidender Faktor. Gut, nächster Punkt. Verjüngung vorhanden? Fragezeichen. Weil eigentlich ist ja nach einem Kahlschlag der komplette Wald weg. Das heißt, da stehen keine Bäume, die man so bezeichnen kann mehr. Was aber möglicherweise durchaus noch vorhanden sein kann oder schon wieder vorhanden sein kann, sind Keimlinge. Also Mini-Mini-Bäumchen, 2, 3 Zentimeter hoch. Man muss schon wissen, dass es Bäumchen sind, wenn man sie als Bäumchen erkennen möchte, weil sie ja noch ganz, ganz winzig sind. Und da kann man durchaus eben, wenn man schon sieht, nachdem man sich die Fläche angeguckt hat, die ist von vorne bis hinten voll mit Miniaturtannen zum Beispiel. Dann ist es eine andere Situation, als wenn man da wirklich komplett kahlen Boden hat, wo bestenfalls noch Brombeerkeimlinge drauf sind oder irgendwelche Graskeimlinge oder Keimlinge von was auch immer, nur halt eben nicht von Forstpflanzen bzw. von Bäumen, die mal groß werden wollen. Das ist also auch ganz entscheidend. Sind Keimlinge da? Ja, nein. Wenn ja, weniger pflanzen, bis hin zu überhaupt nicht pflanzen. Wenn nein, dann musst du pflanzen, wenn du innerhalb von kürzester Zeit, also kürzerer Zeit, da nochmal einen funktionierenden Wald stehen haben möchtest. Mit allem, was dazugehört, sprich Waldinnenklima etc. Und Schatten für den Boden und so weiter. Also all die guten Sachen sozusagen. Dann ist es auch noch mal ganz, ganz wichtig, eben zu klären, was steht denn nebendran? Ja? Also die Nachbarschaft. Hast du eine Kahlfläche im Fichtenwald und drumherum Fichtenwald? Ja? Oder hast du eine Fichtenkahlfläche im Buchenwald? Also nehmen wir an, es ist einfach noch ein letzter Fichtenbestand in einem ansonsten einem Buchenmischwald. Na, kilometerweise Buchenmischwald in der Mitte ein letztes Eckchen Fichte. Und dieses letzte Eckchen Fichte, das ist uns jetzt gestorben. Dann haben wir ein Loch in einem ansonsten nur aus Buchenmischwald bestehenden Bestand. Wenn wir jetzt an diesem Loch sagen, da pflanzen wir nichts, dann wächst da natürlich die Buche von alleine rein. Ja, wo soll denn da nochmal Fichte herkommen oder eine andere Baumart, die man nicht haben möchte? Wo soll die herkommen? Durch den Buchenwald sich da mitten ins Loch reinbeamen, per Scotty oder wie auch immer. Ja, das ist hoch unwahrscheinlich. Also in so einer Situation völlig unkritisch. Da ist auch der Kahlschlag in dem Sinne nicht schlimm, was die Wiederbewaldung angeht. Das passiert ganz von alleine. Da musst du nichts machen. Ob du die Bäume jetzt da rausziehst, die Toten, und sie verkaufst, kannst du machen. Kannst du auch stehen lassen. Ist völlig wurscht. Da wird sich in dieser Situation kleines Loch im Buchenwald immer die Buche durchsetzen. Die ist sehr, sehr konkurrenzstark, noch zumindest aktueller Stand der Forschung. Mag sich irgendwie bei voranschreitendem Klimawandel vielleicht auch nochmal ändern. Ich hoffe sehr, dass das nicht passiert. Aber Stand heute würde sich auf jeden Fall die Buche durchsetzen und man muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Wenn man da jetzt aber was anderes haben möchte, so nach dem Motto, da ist jetzt sowieso schon ein Loch und Buche haben wir jetzt hier eigentlich genug oder Buchenmischwald haben wir jetzt hier eigentlich genug, ich hätte da gerne einen Bergahornbestand, dann müsste man, wenn man in der Nähe nicht zufällig ganz viele Bergahorne rumstehen hat, die in Samenflugreichweite stehen zur Kahlfläche, da muss man die auch wieder pflanzen. Ja? Also es kommt natürlich auch immer sehr darauf an, was will man denn überhaupt in Zukunft auf der Fläche haben. Nochmal, Nachbarbestand Fichte in Fichte, also ein Loch in der Fichte in einem kilometerweise Fichtenwald. Wenn wir da nichts tun, was kriegen wir denn dann da? Was für ein Wald könnte sich natürlich im Fichtenwald wieder einstellen, wenn die einzigen Baumsamen, die da ankommen, voraussichtlich Fichte sind? Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht vergessen darf, dass beim Nichtstun auch einfach nochmal die Fichte kommen kann. Dass man früher überall Fichte hingepflanzt hat, das war ja nicht nur, weil man die so hübsch fand, sondern weil die halt einfach super gut wächst. Und Fichte hat man vor allen Dingen deswegen früher überall hingepflanzt, weil sie auf Kahlschlägen unglaublich gut wächst.
Also die aktuelle Fichtengeneration, die heute noch im Wald steht, die älteren, die sind meistens nach dem Krieg gepflanzt worden, also nach dem Zweiten Weltkrieg, weil wir da eben sehr viel Holz verloren hatten, sehr viel Wald verloren hatten. Zum Beispiel hier im Schwarzwald haben die Franzosen relativ viel umgehauen und rüber nach Frankreich geschafft. Das kann man ihnen in der Situation wahrscheinlich noch nicht mal übel nehmen, aber weg waren sie trotzdem. Und diese Franzosenhiebe, die wollte man möglichst schnell wieder bestocken. Und was hat man da genommen? Die Fichte. Warum? Na, weil du die einfach auf die Kahlfläche setzen kannst. Dann wächst die und dann musst du dir keine Sorgen mehr machen. Und man hatte jede Menge Kahlfläche und jede Menge Sorgen. Und drum war eine Baumart, die auf Kahlfläche hinterher keine Sorgen mehr verursacht, durchaus sehr attraktiv. Und das kann man absolut menschlich nachvollziehen, wie ich finde. Ja? Natürlich wäre es damals auch schon schön gewesen, einen ökologisch wertvollen Laubmischwald da anzupflanzen. Aber man muss das im Kontext der Zeit sehen. Das hat damals, da hatten die Leute wirklich andere Sorgen als einen ökologisch wertvollen Mischwald. Das Wissen übrigens, dass ein solcher Wald sinnvoll wäre, war vereinzelt vorhanden. Es war aber halt eben noch nicht im Konsens angekommen, sondern es gab nur einzelne Forstwissenschaftler und auch vielleicht ein oder andere Biologe, die da schon gesagt haben, pflanzt mehr Mischwald. Aber es waren halt nur Einzelne und das hat sich nicht durchgesetzt. Nicht in dieser Situation, diesem Rohstoffmangel, dieser Holznot, die man damals hatte, so schnell wie möglich irgendwas, was wächst und einfach keine Sorgen und keinen Ärger macht und gut ist. Kann man wirklich verstehen, finde ich. Ja, und gerade weil eben die Fichte diese Eigenschaft hat, dass sie auf Kahlschlägen großartig wächst, ist die Chance, dass ein Kahlschlag, in dessen Nähe noch ein paar Fichten überlebt haben, wieder mit Fichte zuwächst, sehr, sehr hoch. Das gilt übrigens auch für die bereits ein bisschen weiter vorne erwähnte große Kahlfläche, also so eine riesige Kalamitätsfläche, deren Mitte. Wenn in der Mitte von einer riesigen Fläche ohne überhaupt noch irgendein Wald von alleine hochkommt, dann ist es wieder ein Fichtenwald, weil ja die absterbenden Bäume im Absterbeprozess gerne noch mal ein paar letzte Zapfen produzieren, noch mal ein paar letzte Samen runterschmeißen, so nach dem Motto: Mit mir geht's zu Ende. Hier, nächste Generation, du bist dran. Ich schmeiß noch ein paar Samen runter. Ich weiß ja, ja, die Bäume wissen in gewisser Weise ja sozusagen, dass wenn sie tot sind, viel Licht auf den Boden kommt und dann gute Keimungsbedingungen für den letzten noch produzierten Nachwuchs herrschen. Darum ist es häufig so, dass diese Flächen eben nochmal voll sind von Miniaturfichten und von Fichtensamen und dann von alleine wieder zum Fichtenwald zuwachsen. So geschehen, ganz beeindruckend, am Großen Arber im Nationalpark Bayerischer Wald. Da hat es die erste riesige Borkenkäferkatastrophe in der jüngeren Geschichte gegeben, wo man auch gar nicht wusste, was man damit jetzt tun soll, wo man dachte, der Wald ist tot, da wächst nie wieder ein Wald. Und dann kamen nach und nach wirklich Teppiche von jungen Fichten. 40.000 Stück pro Hektar und solche Späße. Also unendlich viele junge Fichten kamen da problemlos wieder hoch und da sieht es heute wieder ganz wunderbar aus, also wenn man auf junge Fichten steht. Ja, und war überhaupt kein Thema, weil eben die Fichte auch natürlich, das gehört zur Ökologie der Fichte mit dazu, auf große Kalamitäten angepasst ist. Da, wo die natürlich vorkommt, bricht nicht mal ein einzelner Baum zusammen, sondern wo die Fichte natürlich vorkommt, sprich im Hochgebirge oder gar in Sibirien, Kanada, Alaska etc. pp. Ja, da gibt es riesige Katastrophen, die riesige Löcher in den Wald schlagen und dann musst du als die dominante Baumart, die da perfekt auf angepasst ist an diese Bedingungen, auch mit riesigen Kahlflächen zurechtkommen. Und das ist eben genau die Zauberkraft der Fichte sozusagen, mal abgesehen von ihrem guten Holz und dem schnellen Wachstum, dass sie Kahlflächen wunderbar wieder massiv besiedeln kann und wieder richtig dicht zuwächst. Dann, ja. Drum. Wenn wir nichts tun, haben wir in vielen, vielen Fällen genau dasselbe Problem wie vorher, nämlich einen Fichtenreinbestand. In diesem Fall ist es jetzt ein Fichtenreinbestand aus Naturverjüngung, aber es ist immer noch ein Fichtenreinbestand und der ist auch nicht viel stabiler als der Fichtenreinbestand, der vorher da war. Das heißt, es verschiebt das Problem einfach nach hinten. Ja, hab's gehört. So, nach einer kurzen Pause, es gab lecker Futter, sind wir wieder zurück.
und wollen noch mal ein bisschen sprechen über den Faktor Höhenlage. Höhenlage ist insbesondere dann wichtig, wenn wir uns eine Baumart wie die Fichte angucken, weil das ist ja eigentlich eine Bergbaumart und man kann grob sagen, natürliche Vorkommen und die sind auch nach wie vor relativ stabil und da muss man sich auch keine so großen Sorgen drum machen. Ungefähr ab im Harz 800 Metern. Aber auch bei natürlichen Fichtenvorkommen, muss man ja sagen, gibt es trotzdem auch Großkalamitäten. Das haben wir ja gerade eben erst besprochen. Das gehört einfach zur Ökologie dieser Baumart, dass sie teilweise großflächig zusammenbricht und großflächig sich wieder verjüngt aus dem Zusammenbruch heraus. Ja, das kann also auch im natürlichen Verbreitungsgebiet, gerade da eigentlich, von der Fichte so in diesem Umfang passieren. Drum Harz ab 800 Metern, ja, aber trotzdem gibt es da eben jetzt auch diese Schäden. Außerdem wird sich diese Höhengrenze noch nach oben verschoben haben, dadurch, dass es einfach wärmer geworden ist, beziehungsweise von Südhang auf Nordhang verschoben haben. Zur Hangexposition kommen wir gleich noch. Im Schwarzwald kann man grob sagen, so ab etwa 1200 Nordschwarzwald bei besonders miesen Wetterbedingungen auf der Hornisgrinde könnte auch schon ein natürlicher Fichtenbestand möglich sein und dies nur 1100 und ein paar zerquetschte hoch. Aber ja, mindestens so ab 1200, 1300, wenn dann der Feldberg noch bewaldet wäre, was er irgendwann mal war, was er dann lange Zeit nicht war, nachdem er bewaldet worden ist, darum heißt er ja Feld. Berg, weil man ein Feld sozusagen drauf gebaut hat, aber auch da natürliche Fichtenvorkommen drumherum um den Feldsee und so weiter und so fort. An der Karwand des Feldsees, da gibt es so natürliche Fichtenwälder. Auch der Bayerische Wald hat natürliche Fichtenwälder und die Bayerischen Alpen, beziehungsweise Deutschen Alpen, wenn man so nennen möchte, weil die gibt es ja nur in Bayern, die haben auch natürliche Fichtenwälder. Und da jeweils ist die Höhenlage halt entscheidend, weil da gehört sie hin, die Fichte. Da kann sie auch in Zukunft noch sein. Und da sind auch Fichtenreinbestände ab einer gewissen Höhenlage auch ein ganz natürliches Phänomen. Das ist eigentlich schon eine Baumart, die Reinbestände bildet und da gut mit zurechtkommt, ab einer gewissen Höhenlage. Und die Hangneigung und Hangexposition. Hangneigung ist, wie steil ist es? Als Bergbaumart ist die Fichte wunderbar darauf angepasst, eben auch durchaus Steilhänge zu bewachsen. Kein Problem. Und Hangexposition wäre dann die Richtung, in die der Hang geht. Heißt, es ist ein Nordhang nach Norden verlaufend. Oder ist es ein Südhang nach Süden abfallend? Ja, grob kann man sagen, Nordhang ist so der schattigste und damit kühlste mögliche Hang, den wir in Deutschland so haben können, weil die Sonne steht im Zenit halt eben nun mal im Süden und brennt dann im rechten Winkel von Süden auf einen nach Süden gehenden Hang wirklich im rechten Winkel drauf, je nachdem, wie steil der Hang ist. Und das ist eine sehr, sehr warme Angelegenheit. Dann wird das Ganze auch sehr, sehr trocken. Am Nordhang, da wird die Sonne niemals direkt drauf scheinen, oder höchstens noch mal ein bisschen in den Morgen- oder in den Abendstunden, dass sie dann so quasi schräg von der Seite ein bisschen drauf scheint. Ja. Aber das sind dann relativ schattige und deutlich kühlere Lebensräume an so einem Nordhang. Und das spielt jetzt eben abgesehen von der Fichte, für die Fichte selber natürlich auch eine größere Rolle, welche Baumarten kommen denn mit dieser Höhenlage, auf der wir uns gerade befinden, noch gut zurecht. Wenn wir zum Beispiel im totalen Flachland unterwegs sind, im Aubereich von großen Flüssen, dann wird eine Eiche, theoretisch eine Esche, die hat gerade andere Probleme, aber theoretisch eine Esche gut in Frage kommen. Viele Ulmen, sofern sie dann nicht auch Schwierigkeiten haben durch die Tatsache, dass sie einfach selten geworden sind wegen dem Ulmensterben. Viele Ulmen kämen in Frage und so weiter. Und die sind dann in diesem für sie spezialisierten Lebensraum, nämlich Auwälder, Hartholzaue, sind die eigentlich der Fichte problemlos überlegen. Sollte man trotzdem in die Hartholzaue mal einen Fichtenbestand gepflanzt haben und der ist jetzt abgestorben, dann muss man sich bei so einem eigentlich fichtenfremden Ökosystem auch wieder wenig Sorgen machen, dass da nicht möglicherweise auch von alleine wieder der eigentlich standortheimische Wald hinkommt. Also auch hier.
Das immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und zuletzt, letzter Punkt, was wichtig ist, wenn wir uns eine einzelne Kahlfläche anschauen, ist, ob es ein besonderes Mikroklima gibt. Wenn man bei mir mit war auf der Kalbführung, da sehen wir ein besonderes Mikroklima, und zwar eins, was die Fichte begünstigt, oder generell einfach den Nadelbaum. Es ist ja ein Fichtentannenmischbestand, was da zu finden ist. Das darf ich, glaube ich, verraten, ohne allzu viel zu spoilern für die Leute, die da noch mitwollen. Und das sind also so kleinsträumige Standörtchen, da kann man sich auch zur Not sogar den Fichtenreinbestand, auch wenn es den da nicht mehr gibt, der würde da schon auch noch funktionieren. Und wer schon da gewesen ist und dafür jetzt ein Bild im Kopf hat, ja, ein paar Leute waren da ja auch schon mit mir, das sind schon Bilder, die sind zukunftsfähig. Also solche Fichtenbestände, wie es da gibt, da muss man sich auch keine Sorgen drum machen, eben wegen einem günstigen, kleinräumig feuchten, in diesem Fall Mikroklima. Ne? Gut, jetzt, das sind also so ein paar Parameter gewesen, die wichtig sind zur Einteilung. Was für eine Situation haben wir denn jetzt hier, nachdem wir hier eine Kahlfläche bekommen haben, beziehungsweise die auch in Zukunft wichtig sein werden, wenn sich eine neue Kahlfläche abzeichnet. Ja? Und jetzt gibt es da im Grunde mehrere, teilweise klassische und teilweise etwas modernere Ansätze. Was kann man tun? Ja? Nämlich Variante A, der Klassiker sozusagen, den man schon seit immer gemacht hat und auch bis heute teilweise sicherlich macht und teilweise auch machen muss, ist räumen und neu pflanzen. Buff. Ja? Also die Bäume, die da standen, sind tot oder sind gerade dabei zu sterben. Wir räumen, sprich, wir holen alles runter von der Fläche. Und gut, dabei wäre vielleicht noch zu unterscheiden, du kannst räumen und auch noch gleich pflügen und irgendwelche Rillen in den Boden ziehen und mit dem Gruber drüber gehen und Bodenbearbeitung machen und so weiter und so weiter. Davon halte ich nicht allzu viel. Es mag Situationen geben, in denen das trotzdem gerechtfertigt ist. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, fällen ja, Bäume rausholen ja, im Regelfall schon. Aber Bodenbearbeitung würde ich erstmal sein lassen und wenn doch, dann nur ganz, ganz kleinräumig. Das ist übrigens eine sehr sinnvolle Verwendung, wo man auch mal ein Pferd einsetzen kann, also so ein Kaltblüter-Arbeitspferd. Dann Miniaturpflug hinten dran und einfach ein paar Rillen in den Boden ziehen. Rillen, in denen dann Bäume, die ein sogenannter Rohbodenkeimer sind, also eine verletzte Bodenoberfläche brauchen. Dass da irgendwie eine Furche reingezogen ist, ne? Dass da der Boden aufgerissen ist, sowas in die Richtung. In sowas fallen bestimmte Baumarten gerne rein, da gehört die Kiefer dazu, die macht das ganz gerne, Tanne macht das teilweise auch mal ganz gerne, aber nicht so intensiv. Ja, und in diese coole, da reicht wirklich so ein einfach mit einem kleinen Flug, paar Rillen reingezogen mit dem Pferd, gutes, ja. Und wenn die Samen reinfallen, dann können die da besser keimen. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man die Chance, dass sich diese Fläche von alleine wieder bewaldet, ein bisschen erhöhen kann. Mit dem kleinen Bonuseffekt, das dann später für durchs Forsten möglicherweise ganz interessant, dass die Bäumchen, weil die Furchen, die man gezogen hat, halt parallel verlaufen, dann auch ein bisschen in Reih und Glied stehen. Das kann ein positiver Nebeneffekt sein, es kann natürlich auch ein negativer Effekt sein, wenn man gerne möchte, nicht, wenn man nicht möchte, dass die Bäume in Reih und Glied fahren, stehen, so rum. Aber man kann mit dem Pferd auch Kurven, Kurven ziehen, das geht auch, wäre jetzt nicht die Schwierigkeit. Gut, ja, also das zum erstmal zu der Sache mit dem Pferd. Und klassischer Ansatz, aber eben tatsächlich, man räumt es ab und man pflanzt was Neues hin. So. Das neue Hinpflanzen, das hat auch heute noch durchaus gewisse Vorteile, die man mit den anderen Methoden so nicht ganz hat oder zumindest nur eingeschränkt. Nämlich, wenn du neu pflanzt, dann kannst du auch mit angepassten Pflanzen pflanzen. Und da müssen wir auch noch mal ein klein wenig mehr ausholen. Normalerweise ist ja die Naturverjüngung, also die von alleine da aufwachsenden Bäume, normalerweise, wenn ohnehin schon ein natürlicher Wald dasteht oder naturnah, sagen wir mal so, naturnaher Wald dasteht, kriegt man wahrscheinlich die bestangepassten Bäume, indem man die Samen derjenigen nimmt, die da sowieso runterfallen.
Ja, das gilt in 80% aller Fälle, ist das das beste Ergebnis, das Beste, was du machen kannst, ist mit Naturverjüngung arbeiten. Aber nur in Anführungszeichen in 80% der Fälle, denn es gibt ja auch Situationen, wo der Bestand, der vorher da war, eben nicht naturnah gewesen ist. Und hier jetzt mit der natürlichen Naturverjüngung zu arbeiten, bringt A wieder Fichte und B wieder die gleiche nicht standortheimische und möglicherweise schlecht angepasste Fichte. Und da ist eigentlich alles, was man jetzt neu pflanzt, wenn man dann schlau genug ist, diesmal was standortheimisches und was standortangepasstes zu pflanzen, ist dann doch deutlich besser. Und die Pflanzung bringt natürlich auch deswegen nochmal neue Aspekte, weil man auch Zukunftsbaumarten, wir erinnern uns, ich habe schon diverse Videos zu sogenannten Zukunftsbaumarten gemacht, die kann man natürlich auch wunderbar auf solche Flächen pflanzen, wenn da ohnehin gerade alles kahl ist. Also statt Fichte stellst du da halt meinetwegen Baumhasel drauf oder Tulpenbaum oder Atlaszeder oder ja, ne, such dir was aus. Die liebe Douglasie, aber dann bitte im Mischbestand, ne? Keine Douglasie im Reinbestand. Im Mischbestand gerne, im Reinbestand bloß nicht. Und ja, sowas in die Richtung. Und man kann natürlich auch noch mal gucken, wo sind die Herkünfte dieser Bäume, die man dahin pflanzt. Ne? Provenienzwahl nennt man das. Also grob gesagt, du kannst da einen Baum hinpflanzen, dessen Eltern, also die Jungpflanze nicht, aber dessen Eltern stehen auf einem relativ nassen Boden, wo die Fichte gut wachsen kann, weil sie eigentlich immer genügend Wasser hat. So, und die Nachkommen, also diese Bäume, da geben jetzt an ihre Nachkommen die Information weiter. Auch du wirst voraussichtlich auf einem nassen Boden stehen, an dem du gut Wasser hast. Also pass dich da mal gleich darauf an, lieber Sohn, Tochter, beides, weil es sind ja Zwitter. Und dementsprechend prima, ne, für die Situation, dass der Samen auch wirklich dahin fällt, wo die Eltern auch schon in der Nähe stehen, ist das auch super. Nur doof jetzt, wenn wir jetzt eben diese Samen nehmen, beziehungsweise diese Jungpflanze irgendwo anders ausbringen und hochzüchten und dann auf einen Standort stellen, der aber sehr, sehr trocken ist, dann ist die Jungpflanze völlig ungeeignet für einen trockenen Standort, weil sie von ihren Eltern her eigentlich darauf vorbereitet worden ist, auf einen nassen Standort gestellt zu werden. Umgekehrt kann man natürlich auch vieles richtig machen auf diesem Wege, wenn man jetzt zum Beispiel einen mittelmäßig trockenen Standort hat und stellt da jetzt aber eine Fichte hin, die bereits von einem trockenen Standort stammt oder am besten gar keine Fichte, ja, aber irgendeinen anderen Baum, der von einem sehr, sehr trockenen Standort stammt, dann ist der schon auf Trockenheit super angepasst und sollte jetzt unser mittelmäßig trockener Standort im Rahmen von der Klimakatastrophe noch trockener werden und zu einem sehr trockenen Standort werden, dann haben wir schon im Vorfeld schneller als die Natur das könnte, weil dafür müsste es erst sehr, sehr trocken sein, dann findet hinterher eine Anpassung an die neue Bedingung statt. Die Anpassung findet nicht vorher statt, weil die Natur kann nicht prognostizieren, wie trocken es hier mal noch später sein wird. Das weiß die nicht, beziehungsweise das wissen die Bäume nicht. Wir hingegen können das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, auch nicht immer zuverlässig, aber ein Stück weit vorhersagen und können dadurch, da wir den Schaden auch angerichtet haben, ein Stück weit auch helfen, auf eben diese beschleunigte Veränderung des Weltklimas zu reagieren, den Bäumen. Ja? Und. Also da gibt es ganz viel Spielraum, ganz viel Anpassungspotenzial und ganz viel Zukunftsmöglichkeiten für Wälder der Zukunft, indem man dann eben doch über die Pflanzung, auch wenn sie Naturverjüngung fast immer toll ist, aber über die Pflanzung kann man hier und da noch wirklich einzelne Akzente setzen, um schneller hinzubekommen als natürliche Sukzession. Weil die muss normalerweise nicht schnell sein, schon gar nicht bei Waldbäumen. So, normalerweise. Ja, und das war's im Grunde zum klassischen Ansatz. Die Vorteile, ach nee, noch ein Vorteil, es geht schnell. Ja? Pflanzen und dann wächst hoch und gut ist, das ist manchmal, ich würde fast sagen, meistens die schnellste Form der Wiederbewaldung. Also die Fläche wird wirklich auf kürzeste Zeit
wieder normal einen Wald tragen. Mit Naturverjüngung dauert es ein bisschen länger, mit Saat dauert es teilweise nochmal ganz viel länger, weil das häufig nicht funktioniert. Aber mit Pflanzung kann man das schon ziemlich schnell hinbekommen. Insbesondere, wenn man die Pflanzen, was man sowieso meistens muss, noch mit so einer lustigen Plastikhülle umgibt, also diese Miniaturtreibhäuser, diese Plastikröhrchen, ne? Dann herrscht in dieser Hülle ein gutes Wuchsklima für die Pflanze und dann wächst sie als Jungpflanze nochmal ein bisschen schneller. Man spart also noch mal ein paar Jahre. Und dadurch, dass sie als Jungpflanze schneller wächst, wächst sie auch der Konkurrenz schneller davon und hat dann diesen Zeitvorsprung sozusagen, diesen Initialboost, den hat sie mehr oder weniger ihr Leben lang. Und insgesamt sparen wir bestimmt 10 Jahre Umtriebszeit, 15 bis 20 Jahre soll auch schon vorgekommen sein, an Umtriebszeit, die wir eben weniger brauchen, bis da wieder ein Wald steht, der erstens die Bezeichnung Wald verdient hat und zweitens, bis man da dann auch hochwertiges, wertvolles Holz für nachhaltige Produkte gewinnen kann, ja, auf diesem Wege. Also das ist schon ein Thema, dass es schnell geht. Das ist schon ein wichtiges Thema. Aber jetzt Nachteile. Pflanzen ist immer am teuersten von allen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Pflanzung ist am teuersten und sehr personalintensiv. Weil bis auf wenige Ausnahmen, eine Kahlfläche bepflanzen, das kann man zur Not tatsächlich noch mit so Pflanzmaschinen. Also das ist so ein Wägelchen, in dem du in Bauchlage drin liegst. Und guckst da quasi durch den Boden von diesem Wägelchen durch und kannst durch dieses Loch, durch das du guckst, auch ständig Pflänzlinge in den Boden stecken. Hast neben dir einen Sack mit Jungpflanzen, nimmst raus, steckst in den Boden, nimmst raus, steckst in den Boden und so weiter. Das ist die schnellste Methode, funktioniert aber wirklich nur bei Kahlflächenwiederbepflanzung oder beziehungsweise in Baumschulen wird das auch so gemacht, weil die ja nur über den Acker zu fahren haben, nicht im schwierigen Gelände. Und dementsprechend im Wald geht es auch nur erstens Kahlfläche und zweitens nicht schwieriges Gelände. Das heißt, in der Praxis muss man fast immer nach wie vor händisch pflanzen. Das funktioniert nach wie vor mit zum Beispiel der Wiedehopfhaue. Ein großes Reinhauen, ne, in den Boden, Löchlein machen, Jungpflanze rein, Löchlein zukicken mit dem Stiefel, mehr oder weniger. Und wenn du genau weißt, was du tust, dann wächst das auch gut an. Pflanzung bringt immer auch noch das Risiko mit sich, dass es zu Wurzeldeformationen kommen kann, weil man sie halt dann eben doch nicht richtig in den Boden reinbekommen hat. Außerdem, Pflanzen sind nicht darauf ausgelegt, in jungen Jahren ausgebuddelt und woanders wieder eingebuddelt zu werden. Das entspricht nicht ihrer Natur. Und da geht schon mal gerne was schief. Das ist übrigens wieder ein Vorteil der Naturverjüngung. Die bestmöglichste Wurzelentwicklung bekommt man dann, wenn die Pflanze da, wo sie keimt, sich auch vollständig verwurzelt und nicht nochmal irgendwann aus der Erde gerissen wird mit Wurzelverletzungen und woanders eingebuddelt wird mit Wurzeldeformationen, also Zusammendrücken der Wurzel, Stauchen der Wurzel etc. So, das war's im Grunde mit dem klassischen Ansatz: Räumen und Neupflanzen. Vorteile, Nachteile haben wir besprochen. Ist notwendig, wenn eben die Situation nicht hergibt, dass von alleine da in kürzester Zeit wieder ein Wald wachsen wird. Also notwendig auf allen sehr, 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 sehr großen Kahlschlägen und notwendig, sofern du nicht nochmal Fichte haben möchtest, auf Löcher im Fichtenwald mit Fichtenwald drumherum. Ja, willst du was anderes als Fichte, musst du da aufräumen und neu pflanzen. Gut, dann zweite Variante: Räumen und natürliche Sukzession. Das heißt, das Einzige, was man da noch macht, ist, man räumt es weg. Ne? Du holst die Stämme ab, machst die Fläche platt, machst die Fläche kahl und jetzt wartest du einfach. Ja, und das kann zum Beispiel funktionieren bei einem ehemaligen Fichtenwald im Buchenmischwald. Wenn du noch mehr Buchenmischwald haben möchtest, dann wächst der da von alleine. Wenn es eine kleine Fläche ist. Großfläche müsste man wieder ein bisschen nachhelfen oder halt sehr lange warten, bis die von alleine zugewachsen ist. Das kann auch funktionieren bei Fichtenflächen mit viel Birke in der Nähe. Ja, Birke ist ja in der Lage, über große Strecken sich auszubreiten mittels den Samen, die sehr weit fliegen können, 20, 30 Kilometer, kein Problem. Und kommt dann eigentlich in jeder Kahlfläche vor, die man lang genug sich selbst überlässt. Wenn irgendwelche Birken in der Nähe stehen, dann kann man ziemlich sicher sein, dass die von alleine dann da irgendwann hochkommt. Und dann haben wir jetzt der natürlichen Sukzession, also die ganz natürlich von alleine eine stattfindende Entwicklung der Pflanzenabfolge, ja, ein natürlicher Prozess.
Dann haben wir den ganzen kompletten Gang der selbrigen, nämlich das geht über Birke, vielleicht noch eine zweite Halbpionierbaumart, dann erst hin zur Klimaxbaumart und die müssen alle erstmal alt werden und wieder sterben, bevor die jeweils nächste Generation kommen kann. Heißt Birke 80 bis 120 Jahre, das geht ja noch. So, dann die Zwischenbaumart. Wenn es überhaupt eine gibt. Jetzt tue mal so, als würde noch irgendwas anderes dazwischen kommen. So als Halbpionier nach der Birke könnte zum Beispiel ein Bergahorn sein, theoretisch. Nehmen wir mal an, der bleibt so 250 Jahre da. Jetzt sind wir bei insgesamt Birke 100, 350 Jahre. So, und jetzt soll noch die Buche hochwachsen. Die braucht jetzt locker auch noch mal 100, bis sie nennenswert groß ist. Und jetzt wollen wir noch vielleicht einen alten Wald haben, aus Gründen der Biodiversität. Dann warten wir noch mal 200 Jahre drauf und dann sind wir bei insgesamt sowas um die 600 Jährchen, die wir da warten können, bis die natürliche Sukzession soweit abgeschlossen ist, dass wir wieder bei einem Klimax-Mosaikwald angekommen sind. So, ne? Haben wir so viel Zeit? Schwierig, schwierig, ja. Aber gehen tut das. Und kleine Flächen, je kleiner das Loch und je abwechslungsreicher der Wald drumrum, da kann man schon mal sagen, dass man das macht. Oder man sagt es, weil man einfach freiwillig sagen möchte, ja, ich will der Natur ein Stück zurückgeben. Zum Beispiel, man ist ein kleiner Privatwaldbesitzer, hat wirklich nur einen ganz kleinen Wald, ist finanziell nicht darauf angewiesen, einen Wald zu haben, um Geld zu verdienen und möchte einfach seine eigene kleine Sukzessionsfläche haben, wo die Natur machen kann, was so lustig ist. Und dann geht das zum Beispiel auch. Ja? Ist sogar vielleicht ganz schön für viele Leute heutzutage. Also ich werde oft nachgefragt, ob man nicht für so einen Zweck sogar eine Waldfläche kaufen kann, ob man der Natur da was Gutes tut. Grundsätzlich ja. Ja, also wenn ihr es euch leisten könnt, für so einen Zweck eine Waldfläche zu kaufen, dann bitte gerne. Ja, da tut ihr schon was Gutes. Und ja, sie sollte halt nicht allzu riesig sein, aber ja, ist eine Option. Grundsätzlich muss man dabei im Hinterkopf behalten, natürliche Sukzession kann, ich habe schon mehrfach gesagt, auch heißen, nochmal Fichte. Ja? Dass die Fichte im Fichtenwald sich wirklich von alleine gegen eine Buche austauscht, sozusagen, das dauert so circa zwei komplette Waldgenerationen der Fichte und die wird gerne mal 500, in Einzelfällen auch noch viel, 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 viel älter. Im besten Falle nur 350, und in manchen Fällen natürlich auch nur 80, weil sie danach auch vom Käfer gefressen und umgeschmissen wird. Entweder vom Sturm umgeschmissen oder vom Käfer gefressen, so rum. Manchmal auch nur 50, was noch viel früher passiert. Also derzeit sind natürlich Fichtenwaldgenerationen deutlich kürzer als ihr potenzielles Maximalalter. Aber jetzt tun wir mal so, als würde die Fichte dann doch noch da alt werden, dann dauert es bei zwei Fichtengenerationen locker 700 bis 1000 Jahre, bis da dann nach und nach sich die Buche so weit rein etabliert hat, dass sie das Feld übernimmt. Bei einem fichtendominierten Wald, ja, ohne Buche drin, dass die Buche also wirklich von alleine ankommt, das dauert 1000 Jahre. Es sind schon einzelne Buchen da, geht es entsprechend schneller, dann dauert es halt vielleicht nur 350. Ja. Also, wir merken, das sind einfach keine Zeiträume, mit denen man irgendwie was anfangen kann, wenn der Wald auch wirtschaftlich genutzt werden soll. Und es sind auch keine Zeiträume, mit denen wir irgendwie was anfangen können, wenn man da irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen mit verbinden wollen. Drum ist das zwar eine Möglichkeit und kleinflächig ist es auch eine sehr schöne Möglichkeit und sie möge es auch bitte gerne auf irgendwas zwischen 1 und 10% der Waldfläche unbedingt geben. Auf alle Zahlen da dazwischen können wir uns notfalls einigen, wenn wir wollen. 5 finde ich immer ist ein guter Kompromiss für 100% natürliche Sukzessionsflächen. Naturschutzflächen unbedingt 10%. Ob die alle 100% natürlicher Sukzession überlassen werden sollten, das kann man sich wieder streiten. Ja, das war das, ja, also Vorteil von dieser Räumungs- und natürlich Sukzessionsgeschichte ist halt vor allen Dingen Naturschutz, Biodiversität etc. pp. Auch, dass dabei ganz toll angepasste Baumarten rumkommen. Nachteil, es ist halt hinterher kein Wirtschaftswald mehr, beziehungsweise in diesem, durch den langen, langen Zeithorizont dauert das ewig, bis du da wieder irgendwas machen kannst, in dem Wald, um einen nachhaltigen Rohstoff wie Holz bereitzustellen. So, und dritter Punkt beim Räumen wäre Räumen, Naturverjüngung
und Ergänzungspflanzungen. Und das ist meiner Meinung nach der Königsweg in fast allen Situationen. Das heißt, man guckt erstmal, was kommt denn von alleine. Und wenn man dann mit dem, was von alleine kommt, nachdem man geräumt hat, nicht zufrieden ist, dann kannst du ja immer noch pflanzen. Insbesondere wenn du so Sachen pflanzt, wie eben mit diesen lustigen Plastikröhrchen, dann wachsen die zur Not eben auch noch aus dem Dickicht raus, weil sie haben ja ihr eigenes kleines Plastikröhrchen, da kommt oben meistens schon genug Licht rein, dann klappt das einigermaßen, vom Reh gefressen werden können sie dann auch nicht, alles andere drumherum aber trotzdem. Und da kommt sich dann eins zu und eins zusammen und dann klappt es meistens auch mit einer Ergänzungspflanzung. Und man kann halt einfach viel spezifischer wirklich, man sieht, okay, an der Stelle kommt gar nichts. Das sind jetzt meinetwegen 50 mal 30 Meter. Und dann geht man halt auf diese 50 mal 30 Meter und pflanzt da in die Mitte nochmal einen Verjüngungskegel rein. Da reichen dann auch wenige junge Pflanzen. Das müssen dann nicht gleich 1000 Stück sein, sondern da reichen dann 30, 40. Langt. Ja? Die jeweils mit Hülle drumrum, dann wachsen die auch gut, zu einer vernünftigen Zeit gepflanzt. Mit vernünftiger Vorsicht und ordentlich gepflanzt, mit schönen Löchern, mit vernünftigem Umgang mit der Wurzel, gute Qualität der jungen Pflanzen, vielleicht sogar Containerpflanzen. Containerpflanzen sind Jungpflanzen, die schon ihren eigenen kleinen Wurzelballen mitbekommen. Ja, die haben also unten einen Haufen Dreck quasi schon um die Wurzel drumherum. Und in diesen Dreck konnten sie reinwachsen und haben eine normal entwickelte Wurzel in ihrem Dreckhäuflein. Und wenn man sie mit dem Dreckhäuflein in den normalen Boden reinsetzt, dann können sie ihr ganz normale Wurzelentwicklung weiter durchziehen und dann ist das Risiko der Wurzeldeformation relativ gering. Außerdem ist der Pflanzschock, heißt, ich wurde aus dem Boden gerissen und woanders wieder eingepflanzt, das ist traumatisierend für eine junge Pflanze. Der Pflanzschock ist dann auch erheblich geringer, weil sie ja mit ihrer ihnen vertrauten Erde zusammen woanders hin gepflanzt worden sind. Ja? Und normalerweise sind solche Containerpflanzen deutlich, deutlich teurer als sogenannte wurzelnackte Pflanzen, also die, die man einfach mit der nackigen Wurzel einfach in den Boden steckt. Aber will man davon nur 30 Stück oder so mal hier und da punktuell hinpflanzen, das geht. Ja, 5.000 kriegst du davon nicht pro Hektar auf die Fläche, das kann keine Sau mehr bezahlen. Aber 30, ja, das geht. Ja, und das erhöht, wie gesagt, den Anwuchserfolg. Und hier kombinieren wir jetzt also die Naturverjüngung, die am besten an den Standort angepasstesten Verjüngung, die man überhaupt haben kann, weil sie von ihren Eltern, die junge Pflanze, schon mitbekommen hat, was zu tun ist, um hier auf diesem Boden möglichst gut klarzukommen. Wenn zum Beispiel die Eltern irgendwelche 800-jährigen Eichen gewesen sind, okay, das ist jetzt selten, ne? Das wird in den wenigsten Fällen der Fall sein. Aber wäre es so, dann könnten diese Eichen auf 800 Jahre Erfahrung sozusagen zurückblicken und das Klima der letzten 800 Jahre abgespeichert haben, zumindest rudimentär. Inzwischen geht man auch stark davon aus, dass das wirklich möglich ist. Epigenetik, dass also abseits der DNA Informationen auch langfristig in Form von Molekülen, die eben Informationen enthalten, einzelne Gene in der DNA an- und ausschalten, aber dass diese auch weitervererbt werden können. Also die Schalterchen, die bestimmte Gene in der DNA an- und ausschalten. Und ein Baum hat eine gigantisch große DNA, dass für jede Situation, für Dürre, für Feuchtigkeit, für Überschwemmung, für Schnee im Juni, für völlig egal, ja, für alle erdenklichen Situationen, wenn man von hunderte von Jahren alt wird, braucht man auch für alle erdenklichen Situationen irgendeinen Plan. Ist ein Plan vorhanden? Und die richtigen Pläne für die nächsten Jahre sind dann von der Mutterpflanze bzw. Vaterpflanze schon aktiviert worden in der DNA der Jungpflanze. Ja, das macht Naturverjüngung so unglaublich anpassungsfähig und ja, qualitativ auch hochwertig und schnell wachsend und resistent. Was übrigens auch sämtliche Daten zeigen, ne? Der junge Wald ist immer viel weniger geschädigt als der alte Wald, weil der junge Wald ja schon mitbekommen hat, dass offensichtlich irgendwas nicht in Ordnung ist und gewisse Anpassungen daran, dass was nicht in Ordnung ist, bereits eben auch schon mitbekommen hat. Genetisch. Also epigenetisch genau genommen. Ja, aber das ist alles noch ein bisschen Forschung aktuell. Ja, also da wäre es jetzt ein bisschen, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, wie weit ich jetzt da gehe und zu behaupten, dass das ganz, ganz, ganz toll ist. Wir haben noch nicht alles ganz verstanden. Und man muss sicherlich noch ganz vieles untersucht werden, aber da steckt ganz viel Potenzial drin und unglaublich spannende Sache. Ja.
Daher, diesen Effekt der Naturverjüngung kann man mitnehmen. Trotzdem muss man sich aber nicht darauf verlassen, nur die Naturverjüngung mitzunehmen, sondern man kann auch die positiven Aspekte der Pflanzung, der Ergänzungspflanzung mitnehmen, wie wir schon beim Abräumen und Nachpflanzen besprochen haben. Du kannst dann also auch eine Baumart, die gar nicht standortheimisch ist, vielleicht aber trotzdem hervorragende Eigenschaften hat für diesen viel zu schnellen Klimawandel, auch auf die Fläche bringen, wie nochmal die Baumhasel beispielsweise. Beispielsweise, ne? Muss nicht die Baumhasel sein oder die Atlaszeder oder halt eben die Douglasie etc. pp. Das ist eine lange Liste. Also nur Vorteile, Nachteile von Naturverjüngung mit Ergänzungspflanzung ist immer noch nicht ganz so billig wie Naturverjüngung, das kostet nämlich gar nichts, ist aber viel günstiger als großflächige Neupflanzen. Daher Nachteile gibt es eigentlich fast keine. Das ist die Königsdisziplin. Vielleicht doch ein kleiner Nachteil in gewisser Weise. Du musst ja erstmal gucken, was an Naturverjüngung kommt. Und Ergänzungspflanzung machst du erst dann, wenn du weißt, dass an bestimmten Stellen eben nicht genug oder die falsche, also Fichte, Naturverjüngung kommt. Und damit verliert man ein bisschen Zeit. Also direkt platt machen und neu pflanzen ist schon immer noch schneller als diese Methode, aber ich denke, das ist ein Kompromiss, den man in Anbetracht der besseren Pflanzenqualität und der besseren Überlebenschancen für die jungen Pflanzen durchaus gerne eingehen sollte. So, und dann kommt jetzt für mich persönlich so ein bisschen der Elefant im Raum, auch wenn ihr ihn vielleicht noch gar nicht kommen gehört habt, aber bei mir im Hinterkopf rumpelt er schon eine Weile rum und schmeißt Porzellan um. Nämlich das Nichträumen der Fläche. Ja? Es gibt da einige mindestens halb prominente bis ganz prominente Vertreter in der im Forstbereich, sage ich jetzt mal, Forstwirtschaft darf man nicht sagen bei denen, die sehr, sehr, sehr laut und weit hörbar, auch wenn es nur ganz wenige sind, darauf hinweisen, man möge doch solche Kahlflächen bzw. solche toten Fichtenwälder gar nicht räumen. Darum habe ich bisher auch immer gesagt, räumen und räumen und räumen und. Jetzt kommen wir zum Nichträumen. Aber die Frage ist, wie viel und ist dann hinterher noch möglich, ne? Weil beim Nichträumen heißt, du merkst, okay, dein Fichtenwald verreckt. Was machen wir jetzt? Nix, den lassen wir jetzt verrecken. So, dann steht er da und ist tot und man kriegt nach und nach immer mehr ausbleichende Baumgerippe. Also der Prozess der Fichte beim Absterben ist folgender. Zunächst mal ist sie irgendwann tot. Tot im Vergleich zum lebenden Baum ist der Baum immer dann, wenn kaum noch lebende Zellen vorhanden sind. Es ist sau schwierig bei Pflanzen genau auszumachen, wann die jetzt exakt tot sind. Da gibt es nicht sowas wie Hirntod oder sowas. Auch eine Pflanze, die seit Jahren vertrocknet ist und tot aussieht, mag vielleicht irgendwo in der Wurzel noch ein paar lebende Zellen haben und ist so gesehen also immer noch ein Stück weit lebendig. Das kann man bei Pflanze einfach nicht so sagen. Grob ist ein Baum dann tot, wenn er nur noch trockene Nadeln hat und keine photosynthetisch aktive Biomasse mehr aufweist. Ja? Bei Nadelbäumen, da die nicht so schnell nochmal austreiben können, wie das zum Beispiel eine Buche in der Lage ist oder eine Hainbuche ganz besonders gut oder eine Eiche auch ganz besonders gut, darf man bei einer Fichte davon ausgehen, wenn die nur noch trockene Nadeln hat, ist die tot. Also braune Nadeln. So, und in diesem Zustand befinden sich unsere Fichten dann wahrscheinlich spätestens ein Jahr nach der Diagnose, da ist der Käfer massiv drin, werden sie so aussehen, dass sie nur noch braune Nadeln haben. Nach und nach fallen diese braunen Nadeln dann runter, das regnet dann lustig im Wald. Manchmal fallen sie auch im grünen Zustand bereits vom Baum, dann hast du so einen interessanten grünen Belag auf der Waldstraße. Wer mit mir auf der Siegenführung war, das haben wir letztes Jahr, haben wir das ganz häufig gehabt, noch teilweise noch die letzten grünen Nadeln, also wirklich so als grüner Teppich auf den Waldwegen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere dran. Waren ja schon einige Leute mit, von daher würde das auch ein paar Leute zutreffen. Ja, und dieser Nadelregen, das führt halt dazu, dass irgendwann dann sämtliche Äste auch kahl sind und dann hängen halt eben die kahlen, vertrockneten Äste am Baum.
So, nächster Schritt. Die ersten Zweige fallen dann nach und nach ab. Einfach, die sind trocken, die werden vom Wind abgerissen, die werden von der Schwerkraft abgerissen, möglicherweise auch von Schnee im nächsten Winter, sofern es da Schnee gibt. Die Rinde platzt nach und nach ab und fällt einfach vom Holz runter in größeren Schuppen, in kleineren Schuppen. Irgendwann steht dann ein mit deutlich gekürzten Ästen, weil die äußeren Äste schon abgebrochen sind, ein weißes Gerippe. Also wirklich der reine weiße Holzkörper, leicht verwittert, darum wird er auch schnell weißlich, steht dann so in der Gegend rum. Also wirklich so ein bisschen ein Gespensterwald mit lauter weißen Baumleichen, Baumgespenstern, wie auch immer man das dann nennen möchte. Und so bleibt das jetzt noch ein paar Jährchen. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, was für ein Wetter in nächster Zeit sein wird. Gibt es schnellen Sturm, gibt es nicht so schnellen Sturm, gibt es mal Nassschnee, dann fallen die irgendwann auch um, die weißen Gerippe. Also die stehen vielleicht noch 3, 4, vielleicht auch noch 10 Jahre tatsächlich in der Gegend rum, aber spätestens dann kippen die irgendwann mal um und dann liegen halt weiße Gerippe nach und nach Mikado-artig auf dem Waldboden rum und verrotten langsam vor sich hin. Die Pilze zersetzen das Zeug. Sämtliches CO2, was im Holz gespeichert war, wird nach und nach wieder freigegeben. Und das dauert zwar alles eine Weile, aber komplett 100% vom CO2, was dieser Wald mal gespeichert hatte, naja, sagen wir mal 90%, 10% könnte theoretisch im Boden landen, aber das ist auch unwahrscheinlich bei solchen Fichtensituationen und schon gar nicht, nachdem das kahlschlagmäßig zusammengebrochen ist. Also nicht kahlschlagmäßig, aber komplett toter Wald zusammengebrochen ist. Da dürfen wir schon davon ausgehen, dass wahrscheinlich 100% vom CO2 oder 99, sagen wir 99, innerhalb von 20, 30 Jahren wieder in der Atmosphäre landen, wo sie vorher auch schon gewesen sind. Ja? Also der CO2-Speichereffekt ist da nicht sehr langfristig gegeben. So. Das passiert, wenn wir einfach nicht räumen und nichts tun. Und nach und nach wird sich natürlich aus diesem Mikado-Feld mit den noch ein paar stehenden Bäumen, mit den paar rumliegenden Baumleichen, da entwickelt sich unten drunter schon wieder ein neuer Wald. Ja, das ist nicht die Frage. Aber aus einem insbesondere zusammengebrochenen Fichtenbestand, der auf diesem Wege das Zeitliche gesegnet hat, da gibt es eine Baumart, die besser als jede andere darauf spezialisiert ist, in dieser Situation raufzuwachsen. Und das ist wieder die Fichte. Ja, habe ich jetzt ganz oft gesagt. Sie verfügt sogar über die Fähigkeit der sogenannten Kadaververjüngung und ist darauf spezialisiert, auf den Leichen ihrer Väter, Mütter, Tanten, Onkel wunderbar keimen zu können. Dann die Nährstoffe, die noch im Holz stecken, im vermoderten Holz, im verpilzten Holz, teilweise sogar aufnehmen zu können. Die Feuchtigkeit aus dem Holz, der ist ein guter Schwamm, so ein toter, langsam vermodernder Holzkörper, aufnehmen zu können, wächst da ganz wunderbar. Also die Chancen, dass man aus einer nicht aufgeräumten Fichtenfläche, die man zusammenbrechen lässt, wieder einen Fichtenwald bekommt, die sind sehr, sehr hoch. Es gibt Ausnahmen, wo das nicht passiert. Ja, und dann ist das ja auch schön. Und das sind dann auch so Fälle, wo man auch wirklich sagen kann, gut, dann lassen wir hier einfach alles stehen, von alleine zusammenbrechen und die nächste Waldgeneration wird es richten. Eine Ausnahme kann man im Nordschwarzwald bewundern, den sogenannten Lothar-Pfad. Den findet man auf Google Maps, ne? Einfach mal googeln. Oder sonstige Karten findet man den auch drauf. Da entwickelt sich nach dem Fichtenwald, der zusammengebrochen ist, man hat nichts getan, man hat alles liegen lassen, man lässt da einfach wachsen, wie es wächst. Ist auch super spannend für Wissenschaftler. Da entwickelt sich jetzt langsam eher ein Tannenwald. Warum ist das so? Hat die Tanne da die Fichte abgelöst? Ist die Fichte da nicht konkurrenzkräftig? Nee, das ist schlicht und ergreifend so, dass die Tanne schon vorher drunter stand. Und als die Fichte zusammengebrochen ist, waren schon viele Jungtannen, einfach haben das überlebt, das Zusammenbrechen des Restes Waldes und standen schon unten drunter und hatten einen Meter Höhenvorteil und sind dann einfach schneller hochgewachsen als die Fichte. Das heißt, es ist selbst in so einem Fall, wo man gar nichts getan hat, so eine Monitoringfläche, auch da gibt es häufig Faktoren, die dazu, also wenn sich die Fichte nicht durchsetzt, dann gibt es meistens eine simple Erklärung, warum sie sich nicht durchgesetzt hat. Gäbe es diese simple Erklärung nicht, dann hätte sie sich wahrscheinlich durchgesetzt. Also nichts tun bei Fichten, zusammengebrochenem Fichtenwald, ist gleich, ich sage mal, in 80% der Fälle wieder Fichte. Ja? Insbesondere, wenn man die Altbäume noch stehen lässt. Nichts wächst so gut auf Fichtenleichen wie Fichte.
Das ist die Paradedisziplin von der Fichte, Kadaververjüngung, die gesamte hochalpine Fichtenwald, den wir im Alpenland finden können. Die wachsen nur per Kadaververjüngung oder Rannenverjüngung. Das ist fast dasselbe, nur da steht man auf dem Stein statt auf einer Leiche von irgendeinem Vorgänger. Und das funktioniert ganz wunderbar. Ja, das gibt ganz wunderschöne Waldbilder im Übrigen auch. Ja, da, wo die Fichte hingehört, ist das ja ein großartiger Baum. Wunderschöne Waldbilder, märchenwaldartige Zustände, gar keine Frage. Aber ja, das kann sie. Ja. So, wie ist denn das jetzt? Wenn wir also sagen, wir machen nichts, dann kriegen wir wahrscheinlich wieder einen Fichtenwald. Ja, dann lass uns doch was machen. Dann gehen wir doch rein und pflanzen ergänzend halt auch noch ein paar andere Sachen rein, wenn wir sehen, dass zu viel Fichte wächst. Ja, können wir ja auch wieder so Wuchshüllen verwenden und so weiter. So ein ganz paar Ergänzungspflanzungen, einfach damit schneller geht, vom Fichtenwald wegzukommen. Können wir das machen? Nein, das können wir nicht machen. Warum können wir das nicht machen? Naja, weil wir niemanden da reinschicken wollen, außer wir können den wirklich nicht leiden und wollen, dass der stirbt. Weil in so einem Wald rumzulaufen, ist hochgradig lebensgefährlich. Diese Baumleichen, die vertrockneten Altfichten können jederzeit umfallen. Wenn du da mit einer Hacke im Boden rumhackst, dann können sie erst recht umfallen. Wenn du gar auf die Idee kommst, noch irgendwas freisägen zu wollen, dann kracht dir da alles zusammen. Das ist hochgradig lebensgefährlich. Man kann da niemanden rein sticken, an dessen Leben einem irgendwie was liegt. Das heißt, forstliche Maßnahmen, solange da noch Mikado herrscht, jederzeit unfallfähiges Mikado, geht nicht. Punkt. Ja? Das ist einfach nicht möglich, es sei denn mit irgendwelchen tonnenschweren Maschinen, mit denen du mitten über die Fläche fährst, wo dann die Bäume auch auf den Stahlkäfig der Fahrerkabine drauffallen können oder sowas passiert. Aber dann, das ist völlig blödsinnig, weil da machst du ja alle Naturschutzbemühungen, die du mit dem Nichtstun da erreicht hast, machst du damit wieder vollständig kaputt. Ja, also ganz, ganz schwierig. Hat aber, jetzt müssen wir der Fairness halber auch sagen, hat dieses Stehenlassen und Nichtstun auch große, große, große Vorteile. Durchaus. Denn die Bedeckung des Bodens, spätestens mit den liegenden Hölzern und vorher auch mit dem Schatten der stehenden Hölzer, ja, das sorgt für eine signifikant geringere Erosionsrate, weil die Wurzeln der Bäume auch noch länger halten. Wenn man sie nicht oben den Baum abschneidet, dann halten sie den Boden etwas weiter besser fest. Die toten Gerippe schmeißen immerhin ein gewisses Maß an Schatten auf den Boden. Damit ist die Bodentemperatur ein bisschen niedriger, bis hin zu ziemlich niedriger. Das hängt immer davon ab, wo man gerade guckt und welche Jahreszeit gerade ist und so weiter. Und das sorgt dann für eine geringere Geschwindigkeit des Humusabbaus. Das heißt, die Erosionsrate ist auch geringer, der Boden bleibt länger da, wo er hingehört. Und spätestens wenn jetzt unsere ganzen Baumgerippe umgefallen sind und langsam vermodern, dann funktioniert dieser vermodernde Holzkörper auch wie ein Schwamm, der ordentlich die Feuchtigkeit auf der Fläche hält. Und die zusammengebrochenen Stämme sorgen dann wirklich für ein feuchtes Mikroklima auf der eigentlich ziemlich stark sonnenbeschienenen Fläche, womit man also den Boden, der ja die Grundlage für allen Waldwachstums ist, das ist schon richtig so, ja, da kann man schon ganz, ganz viel für den Boden tun, indem man da einfach nichts macht. So, ja. Also nicht ganz unrelevant. Wirklich nicht ganz unrelevant. Aber Nachteile. Das, was daraus entsteht, ist niemals mehr ein nennenswert wirtschaftlich nutzbarer Bestand. Also wenn da nochmal Fichte hochwächst zum Beispiel, eigentlich ja ein wertvoller Baum, dann wächst die dadurch, dass die alle in Kadaververjüngung hochwächst, derart krumm und schief und mit derart verworrenen Stammstrukturen, dass du die unteren 2, 3 Meter vom Stamm immer gleich mal wegschmeißen kannst, beziehungsweise sie sind bestenfalls Brennholz. So, und die untersten 2, 3 Meter sind eigentlich die, die besonders wertvoll sind und die am ehesten für Konstruktionsholz, für zum Beispiel tolle Holzhäuser, nachhaltige moderne Holzhäuser, Passivhaus und so weiter und so fort, in Frage kommen. Das geht mit Fichte problemlos. Das geht sogar ganz hervorragend mit Fichte, sowas zu bauen, aber nicht mit so einer Fichte. Ja, also krumm und schief, wirtschaftlich völlig uninteressant.
Selbst wenn man sagt, ja gut, wenn die dann ein gewisses Alter erreicht haben, dann darf man da ruhig ein bisschen Holz machen und dann stört das ja auch niemanden mehr. Und der Boden wurde ja gerettet in der Frühphase der Waldentwicklung und jetzt kann es normal weitergehen mit normalem Wirtschaftswald. Da interessiert sich keiner mehr für. Das ist alles Brennholz. Die Chance, dass so eine Fichte, die so krumm und schief aufwächst, hinterher rotfaul ist, also ein, hoppla, ein Pilz bekommt, der von unten in den Stamm einwächst und dann auch 1 Meter, 1,50 Meter, 2 Meter hochwächst im Inneren des Stamms, die Stabilität der Fichte reduziert, dann bricht die noch eher schneller zusammen und davon abgesehen ist das Holz nichts mehr wert. Ja, die Chance, dass die rotfaul werden, ist in solchen krummen Schiefbeständen extrem hoch. Also auch wieder wirtschaftlich hochgradig uninteressant. Also man muss, wenn man sagt, man lässt die Bäume stehen, sich von der Idee verabschieden, dass man in diesem Wald irgendwann nochmal nachhaltig nutzbares Holz zustande bringt. Ja, bestenfalls Papier. Schlimmstenfalls Brennholz. Und bevor man es dafür nutzt, dann kann man es auch ganz ehrlich wirklich komplett aus der Nutzung nehmen. Und das hat jetzt nochmal eine wichtige soziale Komponente. Denn wenn man jetzt irgendeinem Waldbesitzer sagt, okay, wir lassen jetzt deine Bäume da, lass doch deine Bäume da stehen und von alleine alles zusammenbrechen und die Natur das übernehmen, dann verliert der 100% vom Wert des Waldes, der gerade dasteht. Und er verliert 100% vom Wert der Fläche an sich für künftige Generationen, für künftige Waldgenerationen, die dann noch wachsen könnten. Also quasi ist das rein von der wirtschaftlichen Komponente des Bodens her eine Enteignung sozusagen. Ja? Also der wirtschaftliche Aspekt dieses Stückes Nutzwald, was es ursprünglich mal gewesen ist, ist jetzt für den Eimer. Das kann man machen, aber das muss man dann bitteschön auch freiwillig wirklich so wollen. Ja, jemanden dazu zu zwingen und dazu zu verdonnern, das dürfte schwierig werden bei unserem gegenwärtigen Rechtssystem. Jo, das war der Hauptteil. Ja, jetzt habe ich noch eine kleine Ergänzung, die ich nämlich, ich möchte einen Kommentar vorwegnehmen, den es vermutlich geben wird. Was ist denn mit den großen Kahlschlägen in Schweden? Finnland, Kanada, ne? Sowas. Da muss man sagen, das ist teilweise eine andere Fichte als unsere, hat aber sehr ähnliche ökologische Eigenschaften. In Schweden ist es schlicht und ergreifend dieselbe wie unsere. Und da merkt man eben, dass es, beziehungsweise ein großer Kahlschlag in diesen Regionen ahmt das natürliche Absterbeverhalten der Baumart nach. Weil sie halt eben auch ganz natürlich in Großkalamitäten stirbt, ja? Die sich dann großflächig als ein und dieselbe Fläche mit jungen Bäumchen von Jahr Null gleichmäßig in der gleichen Geschwindigkeit über diese gesamte große Fläche, die da platt ist, wieder hochwachsen. Ja? Also das ist da die natürliche Waldentwicklung. Das gibt es so in Mitteleuropa bei den Laubmischwäldern, die hier größtenteils von alleine wachsen würden, wenn wir nicht Fichte gepflanzt hätten, gibt es das so nicht. Wenn wir also versuchen, naturnah unsere Wälder zu bewirtschaften, dann müssen wir tatsächlich plus minus einzelstammweise Nutzung machen. Also nun mal hier einen Stamm, da einen Stamm, dort einen Stamm. Oder kleine Grüppchen mal raushauen. Hier mal 4 Stämme, da mal 5, dort mal 6, da noch mal 3. Sowas in diese Richtung. Das entspricht noch am ehesten der natürlichen, dem natürlichen Verfall von Bäumen bei uns in Mitteleuropa. Ja, also man muss schon so fair sein und nicht Kanada mit Deutschland gleichsetzen und ein System, was in Deutschland funktioniert, mit wirklich einer anderen Ausgangssituation vom Ökosystem her, automatisch auf ein wirklich anderes Ökosystem wie eben Kanada übertragen. Diese großen Kahlschläge, die da stattfinden, für meinen Geschmack sind sie immer noch zu groß, ja. Aber dass man da Kahlschläge macht, ist schon nah dran an der natürlichen Art und Weise, wie die Bäume auch sonst sterben würden. Ja. Kann man da noch ein bisschen was verbessern? Mit Sicherheit. Aber grundsätzlich zu sagen, Kahlschläge sind da oben genauso böse wie bei uns, das ist sicherlich erstens arrogant und zweitens sicher nicht richtig. So, das wollte ich also noch mal kurz ergänzt haben zu den großen Kahlschlägen und sonst wo auf der Welt. Wenn da jetzt dann noch riesige Maschinen zum Einsatz kommen und so weiter und so fort, dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wie die eingesetzt werden, ob man da auf speziellen Wegen fährt oder ob man einfach komplett über die Fläche brettert, wie man halt gerade lustig ist. Letzteres wäre scheiße. Auf speziellen Wegen fahren und nur auf denen, das wäre dann wiederum ganz okay. Und dass große Maschinen eingesetzt werden, ist auch selbstverständlich, weil Holz ist da ein Massenprodukt.
Konstrukt. Da geht es nicht um den einzelnen super wertvollen Stamm, aus dem man die nächste Stradivari-Geige zusammenschnitzt, sondern da geht es wirklich darum, dass man da einfach Masse statt Klasse produziert. Und das ist auch nicht anders möglich bei den riesigen Mengen, nach wie vor riesigen Mengen an Wald, die zum Beispiel Kanada hat. Ja? Da kannst du bei dem Angebot an Holz keine allzu hohen Preise pro Holz verlangen, weil jeder kann auch selber in seinen Vorgarten gehen und 17 Bäume oder 70 Bäume umschneiden oder je nachdem. Ne? Das ist natürlich jetzt übertrieben, aber ungefähr so in die Richtung geht's. Drum, also schon eine andere Welt, was die Forstwirtschaft angeht. Auch wenn da nicht alles toll ist, aber man muss es ein kleines bisschen in Schutz nehmen und ein kleines bisschen verstehen, dass es einfach bei diesen Größenordnungen, ja, ich habe es jetzt gesagt, ne? So, und dann kommen wir zum abschließenden Fazit, dann bin ich auch durch, lang genug war es ja, nämlich im Grunde dasselbe wie immer. Solange der Wald auch ein Rohstoffproduktionsraum sein soll, sage ich jetzt mal, sein muss, könnte man auch sagen. Ja. Aber zumindest mal soll, derzeit soll er ja auch und muss er meiner Meinung nach auch, ist es einfach nicht möglich, die Bewirtschaftung vollständig einzustellen. Sonst müssen wir alle ins Plastikhaus ziehen oder mit Beton arbeiten, der übrigens auch überhaupt nicht klimaneutral ist. Im Gegenteil, ganz schön schlimm das Zeug. Zement etc. pp. Also an der Bewirtschaftung von Wäldern und an der Nutzung von Holz als einziger wirklich toller nachwachsender Rohstoff, mit dem wir mit Abstand am meisten Erfahrungen haben. Ja, du kannst auch Strohziegel irgendwie herstellen. Da gibt es experimentelle Prozesse und einzelne Prototypen für ein Strohziegelhaus. Aber mit nichts haben wir so viel Erfahrung und so Know-how und so hohe Chancen, dass das kurzfristig und schnell und gut und langfristig funktionieren könnte, wie mit Holzbau. Holzbau machen wir seit 2000 Jahren mindestens, noch viel länger. Und da haben wir wirklich, wirklich Erfahrung und Holz wächst in vergleichsweise kurzen Zeiträumen nach. Und wenn man da nicht völligen Unsinn mit anstellt und ein bisschen guckt und ein bisschen forscht und ein bisschen mit gesundem Menschenverstand auch an die Sache rangeht, dann haben wir damit halt nach wie vor einen tollen Rohstoff. Und das bedeutet nicht, dass wir 100% all unserer Wälder nur als Wirtschaftswald bewirtschaften müssen. Aber über 90% sollte man schon intensiv nachdenken. Ja. Derzeit sind es übrigens noch sowas um die 97, je nachdem, wen man fragt, auch noch mal ein bisschen mehr, die normal bewirtschaftet werden. Aber auf 90 runter könnte man machen und die restlichen 90, also diese 90%, die man noch bewirtschaftet, die muss man dann aber auch bewirtschaften, sofern man irgendwo einen nachhaltigen Rohstoff im großen Umfang für alle Projekte, die irgendwie anstehen, haben will. Stand heute. Außer jemand entdeckt Harry Potters Zauberstab und kann Zauberhausbaumaterial herbeizaubern und daraus Häuser bauen. Das Ganze besteht aus Magic oder was auch immer. Aber solange es uns Menschen gibt und wir irgendwie Rohstoffe brauchen, und das ist kurzfristig nicht zu bekämpfen, dieses Problem, beziehungsweise nicht zu ändern, fährt kein Weg an Holznutzung vorbei. Ja, so realistisch muss man halt einfach sein. So, das war's. Ich merke, mir fällt das Sprechen auch langsam etwas schwerer, nachdem ich jetzt so lange gelabert habe. Die ganzen Outtakes, die kennt ihr ja nicht. Hatte am Eingang ein bisschen Schwierigkeiten, aber jetzt sind wir durch. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei. Ich hoffe, der eine oder andere ist jetzt vielleicht ein bisschen schlauer und es war differenziert genug. Das war mir nämlich wichtig. Und ansonsten schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn ihr was loswerden wollt. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Tschüss.